Nee, ist gut. Schon. Hallo TikTok, ich bin live auf Twitch und wir führen heute wieder Debatten, während ich mein richtig geiles veganes Mittagessen esse. Das Rezept kommt dann auf meinen Zweitkanal auf TikTok, die milde Veganerin, hoch und auch für Twitch sieht das nicht ultra geil aus. Das hier sind vegane Spätzle. Veganes Fleisch, das ich gemacht habe, selbst aus Seitan mit Seitanpulver, Sojasauce, Zwiebel. Voll lecker. Schmeckt einfach wie so Hirschragout. Ich habe früher Hirschragout gegessen. Asozial. Und Spinat. Voll lecker. Einfach keine Tiere im Schlachthaus. Oh Gott, schicken. Hallo, wie schmeckt Seitanpulver? Decoy ist hier. Und es kommt drauf an, wie du es würzt. Ich habe es in diesem Fall mit Sojasauce ziemlich umamig gemacht. Hallo Dion Green Stuff, lass es schmecken. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich, dass ihr hier seid. Wir haben auch schon eine Meldung auf der Stage. Und wir machen uns gemütlich Musik. Twitch, wir machen Live-Debatten auf meinem Twitch, die militante Veganerin. Währenddessen werde ich mein geiles Mittagessen essen, ganz ohne Schlachthaus. Und ich freue mich, dass ihr alle da seid. Wenn ihr noch nicht vegan lebt, schaut euch den Film Dominion auf der Seite an3x.org an. Auch meine Twitchies hier finden das natürlich eingeblendet. Seid einfach nicht mehr asoziale Tierschänder. So ist das. Hello, Just Ersan, schön, dass du da bist. Ja, sie isst Fleisch. Veganes Fleisch, du Hirn. Mir geht's ganz gut, ich habe Hunger und das werde ich jetzt essen. Deswegen werde ich den Leuten länger zuhören können heute, weil ich mir Essen gemacht habe, dass ich währenddessen essen kann. Raucharoma, schreibt Saren Sabertooth. Rote Beetepulver, Worcester Sauce, Hefe. Schick mir mal dieses Rezept bitte, Saren Sabertooth, weil mein Seitan ist zwar von der Konsistenz her geil und ich habe ihn diesmal einfach sehr salzig gemacht und mit viel Sojasauce, schmeckt mega. Hast du Haustiere? Nein. Und ja, die würde ich vegan ernähren, wenn ich welche hätte. Hallo XXMigod, schön, dass du da bist. Guten Tag, Alex, 42 Alex. So, wir nehmen jetzt die erste Person dran. Hallo. 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 Guten Tag. Das Ding ist, ich möchte gar nicht mit dir gegen den veganen Dingsbums hier, gegen Veganismus diskutieren. Im Gegenteil, ich stimme dir damit zu. Das Ding ist, ich wollte nur fragen, weil also ich bin erst seit, sagen wir mal, 2 Monaten vegan. Und das Ding ist, mein Discord-Account, den hatte ich meinem Bruder geliehen gehabt. Vor ein paar Monaten, weil der irgendwelche komischen Trolling-Videos im Internet macht. Und ja, der hatte mich da mehr oder weniger bannen lassen hier von dem Discord hier auf meinem Hauptaccount. Deswegen habe ich mir einen neuen gemacht. Wäre das möglich, dass du den entbannst? Weil wie gesagt, ich habe auch mittlerweile die kompletten Passwörter alles geändert. Der wird damit nie wieder Okay, irgendwie hier stopp, was stopp, stopp, machen stopp, stopp, können. stopp, stopp. Ich bin hier kein Mod. Ich bin nicht Okay. Inhaberin des Discords, aber ich glaube, die Mods haben das jetzt gehört und du klingst halbwegs vernünftig. Also, Okay. die Mods werden sich darum scheren und ich wünsche dir einen schönen veganen Tag, beziehungsweise magst du den Zusehern? Du hast 600 Ja. Zuseher auf TikTok. Magst du denen noch sagen, warum man vegan sein muss? Ja, also erstens mal, wie gesagt, ist es halt einfach Respekt gegenüber den Tieren, ne? Es ist einfach, ja, wie du mir, so ich dir, ne? Also ich meine, ihr wollt auch nicht von den Tieren gegessen werden, ne? Dann esst auch nicht die Tiere. Ja, einfach gesundheitlich bietet es euch einfach ultra viele Vorteile, sag ich, wie es ist. Ja, also ich weiß nicht mehr dazu, kann ich gerade dazu nicht sagen. Ich bin ein bisschen nervös. I'm Kein sorry. Problem, du musst nicht nervös sein. Ich danke dir für dein Statement und ich wünsche dir einen schönen veganen Tag. Ich dir auch. Tschüss. Tschüss. So, also er hat gerade gesagt, Veganismus ist im Endeffekt das Anwenden der goldenen Regel, wie du mir, so ich dir, beziehungsweise was ihr nicht wollt, dass man euch tut, das fügt auch dem Hund nicht zu, der Kuh nicht zu, dem anderen Menschen nicht zu. Dieser Bauer hier. Der baut nämlich manchmal nur Gemüse an. Eigentlich ist unser Bauer Troll. Aber sagen wir mal, das wäre irgendein durchschnittlicher Mensch. Der möchte nicht ins Schlachthaus. Und der Hund will nicht ins Schlachthaus. Und wo ist die Kuh Berta? Nein, sie ist abhanden gekommen.
Ich bin die Kuberta. Ich will nicht ins Schlachthaus, die Kuh will nicht ins Schlachthaus, der Mensch will nicht ins Schlachthaus. Was du nicht willst, das man dir tut, das füge auch keinem anderen zu. Und das ist Veganismus im Endeffekt. Ja, wenn ihr das noch nicht versteht, schaut euch unbedingt den Film Dominion auf dieser Seite auf a3x.org an. Da wird gezeigt, was mit den Tieren passiert, wenn ihr ihre Körper esst. Und deswegen esse ich hier für die Leute, die gefragt haben, Seitan. Das könnt ihr in jedem Supermarkt kaufen. Das ist sehr günstig, unglaublich proteinhaltig. Das kriegt ihr als Seitan-Fix-Pulver. Und es haut ihr einfach mit Sojasauce und Wasser zusammen. Lasst es 20 Minuten kochen, nachdem ihr da kleine Stückchen aus dem Teig geschnitten habt. Und dann bratet ihr es noch richtig lecker an. Und das ist ohne Schlachthaus veganes Fleisch. Super lecker. Sieht gut aus. Finde ich auch. Und deswegen nehmen wir jetzt die nächste Person dran. Hallo Kanji. So, hallo. Hallo. Also ich bin tatsächlich auch vegan, aber ich habe bei Debatten immer ein bisschen ein Problem. Und zwar, ich wohne in der Schweiz und auch eher ländlich. Und da ist es nicht so üblich, vegan zu sein. Und es gibt wirklich viele Leute, die haben, ich sage jetzt mal, Hühner im Garten. Also wirklich, die kennen die mit dem Namen und so. Und die, das ist wirklich wie ein Haustier. Und ist das dann schlimm, wenn man da Eier isst? Also ich weiß nie, was ich dagegen sagen soll. Also schlimm. Natürlich gibt es immer Abstufungen von Scheiße und diesen Hühnern geht es wahrscheinlich millionenfach besser als der durchschnittlichen Legehenne in der Eierindustrie. Ich bin nicht blind dem gegenüber und ich bewerte das anders. Aber der Gedanke, der dahinter steht, ist ja immer noch, dass sich Leute Hühner holen. Die sind meistens ja gekauft und das ist schon mal der Handel mit Tieren. Selbst wenn sie dann in deinem Hinterhof leben, den lehne ich ab. Also das ist nicht okay. Wenn diese Hühner gerettet sind, dann ist das was Tolles. Aber auch da würde ich die Eier nicht konsumieren, weil diese Eier sind Nährstofflieferanten und kleine Nährstoffpakete, die die Hühner viel, viel, viel dringender brauchen als wir. Besonders wenn man sie aus dieser Industrie rettet, sind sie wahnsinnig überzüchtet, wurden ihr Leben lang nur dafür ausgelegt, möglichst viele von diesen Eiern aus ihrem kleinen Körper rauszudrücken. Und viele Hühner in der Wildnis würden ihre nicht befruchteten Eier dann einfach samt Schale sogar wieder essen. Und diese Möglichkeit sollte man den Hühnern unbedingt lassen, um ihr Nährstoffdefizit wieder ausgleichen zu können. Also am besten brechen, den Hühnern geben oder wenn sie es so roh nicht essen, weil sie es nicht gewohnt waren, weil ihnen die Eier immer weggenommen wurden, dann kann man sie sogar zubereiten im Sinne von einfach Rührei machen und den Hühnern dann verfüttern. Ich würde diese Eier nicht konsumieren, weil ich finde, du hast eine unglaubliche Vorbildfunktion als Veganer in deiner Familie, in deinem Umfeld und wenn die dann sehen, dass du dir jeden Tag Spiegelei in die Uni mitnimmst, auf die Arbeit mitnimmst, mit deinen Freunden Kuchen backst mit diesem Ei, gewöhnen sie sich das nicht um, legst du ihnen das als Lebensmittel nahe und dann kauft sich der Nächste auch Hühner. Und klar, du trägst irgendwo nur Verantwortung für deine eigenen Taten und beispielsweise könntest du auch durch einen veganen Burger jemanden dazu inspirieren, einen Fleischburger zu kaufen, weil er Hunger drauf bekommt. Aber bei Eiern ist es so leicht, das einfach zu vermeiden. Dieses Produkt gibt es noch nicht so in vegan, dass es genauso ausschaut. Also die Verwechslungsgefahr besteht hier auch nicht wirklich, dass man sagen könnte, das war bestimmt vegan, wenn du das als ein ganzes Ei isst. Ich würde es einfach nicht machen. Du förderst damit den Sklavenhandel von Hühnern nicht mehr. Du gibst den Hühnern etwas, was sie viel dringender brauchen als wir und du gewöhnst es dir selbst auch um. Und noch ein kleiner Teilaspekt, der vielleicht nicht ganz so relevant scheint, aber für mich als jemand, der sich für Studien interessiert, schon. Wenn du als Veganer, ethischer Veganer, dann die Eier aus dem Hinterhof immer noch konsumierst, und zwar regelmäßig vor allem, verfälschst du damit Daten. Du gehst dann zu irgendeiner Blutprobe als Veganer und wirst dann in diese Studie mit eingespeist, obwohl du regelmäßig Eier konsumierst, weil du nicht im Hintergedanken hast, das zu listen, weil du sagst, ja, du bist ethischer Veganer und verfälschst damit Blutproben. Und das finde ich verantwortungslos und falsch. Aber vor allem eben den Hühnern gegenüber ist es nicht notwendig. Es standen auch nicht von heute auf morgen die Kükenschredder, sondern es hat damit angefangen, dass irgendeiner sich gedacht hat, Barbie praktisch, Hühner halten, ich nehme jetzt die Eier, lass es einfach sein. Also wie gesagt, ich esse selber keine Eier. Das ist nur. Nein, ich war auch nicht. Es war nicht zu dir gemeint, sondern so generell. Ein gutes Video, weil das war jetzt eine recht umfängliche Antwort, dass das zusammenfasst, zeige ich dir auch gleich. Das ist von Earthling Ed. Kennst du den? Nein. Momentchen, lass mich das schnell raussuchen. Das könnt ihr auch Leuten immer vorspielen. Der geht eben all die Punkte durch, bis auf das mit der Ernährungsauswirkung auf Studien, die ich gerade genannt habe. Backyard Hens. Zeig dir das hier. Siehst du gerade meine Kamera? Ja. Genau, ups, ja, wenn mein Gesicht nicht davor wäre. Das erste Video einfach in YouTube eingeben, Earthling at Backyard Hens. Ich glaube, meine Mods auf Twitch habt ihr Lieben das schon hinterlegt. Eugen, hast du das mit Haustierhühnern, Eiern schon hinterlegt? Wenn nicht, dann
Wäre jetzt die Möglichkeit, das zu tun, oder Steinente, das als Link, den wir dann immer reinposten können, wenn die fragt. Ach, vielen Dank, Eugen, bist ein Ehrenmann. Genau, einfach auf Twitch Rufzeichen Eier eingeben und dann kriegt ihr den Link zu Why Don't Vegans Eat Backyard Eggs. Ja. Getoppt, dankeschön. Bitte, magst du noch dem Publikum, du hast 800 Zuhörer auf TikTok und ein paar Zerquetschte auf Twitch, zusammenfassen, warum sie vegan sein sollen? Es ist einfach objektiv falsch. Es ist wirklich falsch. Objektiv sogar. Man verliert nichts. Ja, also man verliert nichts. Man hat nur Vorteile. Hm. Und ja, was soll man noch mehr sagen, ne? Okay, danke für dein Statement. Ich werde es gleich einordnen, danke, aber vielen Dank. Ciao. Ciao. Gut, der Anrufer hat gerade gesagt, es ist objektiv falsch, nicht vegan zu leben. Und das würde ich so nicht stehen lassen. Ich glaube nicht, dass es objektive Moral gibt. Ich glaube, jegliche Form von Einschätzung einer Tat ist immer auf Basis von unserem menschlichen, subjektiven und sehr individuellen Verhältnis. Aber wir können trotzdem versuchen, ethisch konsistent zu sein, soweit wie halt möglich. Und es ist ethisch inkonsistent, Menschen das Recht zuzuschreiben, nicht als Ware versklavt und zum Schlachthof geschickt zu werden, aber Tieren nicht, weil es keinen ethisch signifikanten Unterschied in dieser Fragestellung gibt, der logisch konsistent ohne Widersprüche aufgehen würde. Objektiv richtig und falsch würde darauf hindeuten, dass es eine höhere Macht gibt, die uns sagt, was objektiv richtig und falsch ist. Und das halte ich für wahnsinnig gefährlich. Pelikan 5000 schreibt, ihr seid die geilste Community. Das musst du noch lernen, das Wort zu schreiben, aber macht nichts. Ihr seid die geilste Community, den der gesamte Planet zu bieten hat. Ich finde schon, ich freue mich, dass ihr hier seid auf Twitch. Ich freue mich, dass ihr hier seid auf TikTok. Ich freue mich, dass es Menschen gibt, die wirklich was von den Streams hier mitnehmen. Und ich freue mich, labern zu können, während ich eigentlich nur mein Mittagessen verspeise. Also großes Doppel-V an alle, die hier sind. Gibt es auch einen Fleisch-Command? Nein, Guerilla-Kommando. Der Fleisch-Command, wo man rausfinden soll, warum es nicht okay ist, Tierleichen zu essen, ist einfach der Film Dominion auf der Seite an3x.org. Aber guter Einwand. Eugen, leg mal an, einfach Dominion dahinter. Genau, wer noch nicht vegan ist, von den neuen Zuhörern vielleicht. Ihr könnt gerne mal eine 1 da lassen, wenn ihr zum ersten Mal auf Twitch da seid. Wenn ihr schon länger auf Twitch da seid, schreibt gern euer liebstes veganes Gericht oder warum ihr her gern zum Trollen kommt. Und ansonsten machen wir jetzt einfach mal weiter auf TikTok. Ihr seht auf Twitch dann auch immer die Videos und Bilder, die ich mit dazu einblende. Die kann ich hier nicht zeigen, aber wir debattieren heute einfach weiter. So, Calliope, ich mag den Namen. Es war eine Dichterin in einem Buch, hieß Calliope, weil sie von einer Ägypterin, das war doch irgendeine ägyptische Prinzessin, oder Calliope? Glaube ich. Ich weiß, wer du bist, Guerilla-Kommando, ich weiß es. Ich kenne dich doch. Wir waren doch gestern erst beim Cube, vorgestern. Gestern? Okay, Calliope kommt nicht. Irfan Bux. Scheißdreck. Hallo, Irfan. Hi. Hallo. Ich bin wegen dir auch vegan geworden. Okay, cool, warum? Und ich habe mir auch diesen Film Dominion angeguckt. Und da habe ich halt gesehen, was mit den Hühnern und so weiter gemacht werden. Die werden ja in die, ich da weiß nicht, ob ich das hier sagen darf. Hau einfach raus. Auf TikTok und so weiter, in Vergasungsanlagen, ich bin mir nicht mehr sicher, Konzentrationslagern, genau. Mhm. Und da werden die halt reingesteckt. Und ich habe halt einen Freund, der heißt Selman, und der beleidigt mich halt immer, weil ich vegan bin. Ja, Scheiße von Selman ist ganz schlimm, weil der macht sich ja im Endeffekt darüber lustig, dass du dich dafür einsetzt, dass so eine Gewalt nicht mehr in deinem Namen passiert. Das finde ich sehr schwach von Selman. Das tut mir leid, dass dir das widerfährt. Hallo? Sorry. Und ich habe, am Anfang war ich auch nicht so, ich war nicht vegan, vor 3 Monaten rundum. Und es gibt bei uns so ein Jugendhaus, die machen dann nur vegane Sachen. Und dann habe ich das probiert und dann habe ich gesagt, das schmeckt ja gar nicht so übel. Und lieber das anstatt einen richtigen Döner zum Beispiel. Super, du das bist so vernünftig, wirklich. Und super, dass dein Jugendhaus dich darin auch unterstützt, dass du nicht mehr sowas den Tieren antun musst. Ja, danke schön. Und es gibt noch ein paar Kinder in meiner Klasse, zum Beispiel, als wir im Sommer
hat unsere Lehrerin ein Eis mitgebracht und ich habe gefragt, ob es vegan ist und dann haben die Leute gesagt, bah, Junge, das macht man nicht mit dem. Ich hoffe, das stimmt wirklich. Magst du uns vielleicht mal erzählen, was du heute gefrühstückt hast als Veganer? Und kannst also ich hab heute... Krach, da ist ultra viel Krach bei dir. Irfan, ich mute dich kurz. Bitte stell mal dein Mikro anders ein und dann beantwortest du uns, was du gefrühstückt hast. So, jetzt. Irfan, das ist super laut. Ich würde gleich wieder reinkommen, mit dir reden, weil... Gut, ich habe ihn jetzt mal rausgehaut, weil ich mag das nicht, wenn meine Ohren gehen. Darf man ein Tier deiner Meinung nach essen, wenn es eines natürlichen Todes stirbt? Nein, ja, ich meine theoretisch gesehen schon. Wenn du auf dem Boden eine zermatschte Maus findest oder beim Spazierengehen eine Schnecke zertrittst, dann verursacht das keine Ausbeutung, keine direkte, absichtliche und intentionale Gewalt oder Abstufung von diesem Wesen zu Ware. In der Theorie schon. In der Praxis muss man halt bewerten, ob diese Außenwirkung mit dazu zählen muss oder ob du nur für deine eigenen Taten hier verantwortlich bist. Ich glaube, da gibt es einen Threshold. Ansonsten, also ein Threshold heißt einen Schwellenwert. Ansonsten kommen wir zu diesem absurden Szenario, dass ich als Veganerin theoretisch gesehen ein Steak-Restaurant eröffnen könnte. Vorausgesetzt, alles an Fleisch, was ich dort verkaufe, sind nur überfahrene Tiere gewesen. Und ich glaube schon, dass es dann einen Schwellenwert geben muss, weil ich nicht gut komme. Aber vielleicht ist es nur ein Bauchi-Bauchi-Gefühl. Ich komme nicht gut klar mit dem Gedanken, dass man theoretisch gesehen als Veganer ein Steak-Restaurant haben könnte, wenn das nur überfahrene Tiere wären. Ich glaube, das steigert insgesamt den Konsum von Steak auch in anderen Lebensbereichen und minimiert das nicht dadurch. Aber ihr könnt mir gerne eure Meinung dazu dalassen. Ist es auf jeden Fall schwierig, hier eine Schwelle zu definieren. Weil man sonst ja auch vegane Ersatzprodukte, die sehr ähnlich aussehen, verteufeln müsste, auf Basis dessen, dass sie vielleicht... Ich weiß es eben nicht. Mehr Fleisch, mehr glückliche Menschen. Mehr Fleisch, mehr Tiersklaverei. Mehr kranke Menschen im Durchschnitt. Mehr fette Menschen. Mehr ungebildete Idioten. Ganz einfach. Aber sicherlich nicht. Ich glaube nicht, also... Nein, ich würde nicht einmal den Satz unterschreiben, mehr Fleisch, mehr glückliche Menschen. Selbst wenn du kurzfristig mehr Spaß hast am Fleischessen, ist das nachhaltig für dich selbst als Person, umso mehr Tierprodukte du konsumierst, im Durchschnitt deutliche Einschränkung deiner Lebensqualität. Du wirst immer hübscher. Sorry, muss das loswerden. Du kannst mich mal. Ich bin heute nicht mal geschminkt. Ich weiß, dass du mich nur verarscht. Hallo Julian, der Blitz. Hallo. Julian, jetzt musst du was sagen, sonst wirst du gekickt. Ja. Hi. Hallo. Hallo? Ja, hallo. Bist du schon vegan? Ja. Was hast du heute gefrühstückt, Julian? Zum Frühstück gar nichts. Was hast du danach gegessen, Julian? Ein Salat? Mit was denn? Mit Gemüse, Käse. Käse ist nicht vegan, Julian. Du wurdest erwischt. Warum bist du nicht vegan? Komm schon, Julian. Ein bisschen, entweder mehr Trollenergie und Kreativität oder einfach ehrlich. Man muss ein guter Troll sein, sonst wird man gekickt. Nee, du langweilst mich. Er hat sich selbst rausgebracht. Der Müll, der Müll, der Müll, der bringt sich selber raus. Er fand sich selbst langweilig. Hallo. Hallo, Askurti. Hallo, hallo. Ganz kurz. Bevor wir anfangen, kann irgendeiner meiner Mods kurz auf TikTok gegenchecken, ob die Person, mit der ich spreche, ob das im Handy gut laut ist? Oder TikTok, sagt mir mal bitte, ob man die Person, mit der ich spreche, gut hören kann. Das würde mich einfach interessieren. Oder ob ich mein Setup anders machen muss das nächste Mal. Hallo Askurti. Was geht? Ich esse gerade leckere vegane Sachen, das geht. Das ist Seitanfleisch, voll lecker, mit veganen Käsespätzle und Spinat. Und was geht bei dir? Also ich esse gerade so ein
Fleisch oder ein Schnitzel, weißt du? Ja, es gibt ja auch vegane Schnitzel. Also nein, weiß ich eigentlich nicht genau. Also, so, ja. Was ja? Ja, keine Ahnung. Ja, komm, bemühe dich doch wenigstens mal. Wenn du hier ja, reinkommst mit dicker Klappe und Schnitzel, Schnitzel, dann erklär mir dann deine, wie geil das Fleisch gerade schmeckt und dass ich eine dumme Veganerin komm, bin und geil, dass du dir gerade so richtig geilen Schnitzel reindönerst und komm, bemühe dich. Ja, keine Ahnung, was wir sagen. Warum rufst du an, wenn du keine Ahnung hast, was du sagen willst? Keine Ahnung. Nö. Heute wird hier nur Kreativität an Trolls zugelassen und du bist einfach ein schlechter Troll. So, wir nehmen die nächste Person an. Leute können sich nicht einmal beim Trollen artikulieren, das ist richtig. Nicht vegan sein ist okay, solange man es nicht übertreibt, schreibt gerade Xymorion. Okay, Menschen essen ist okay, solange man es nicht übertreibt. Menschen in Zoos einsperren ist okay, solange man es nicht übertreibt. Menschen reiten und ihnen chronische Rückenprobleme beschaffen dadurch, ist okay, solange man es nicht übertreibt. Menschenhandel. Hört. Menschenhandel ist okay, solange man es nicht übertreibt. Ich kaufe auch wirklich nur ein kleines Kind in der Woche. Ich stehle nur einer menschlichen Frau, die vorher vergewaltigt wurde und in Ketten gelegt wurde und von ihrem Kind weggerissen wurde, ein Glas Milch in der Woche. Ist nicht okay. Ist nicht okay. Auch nicht ein bisschen. Ein bisschen Scheiße bleibt immer noch Scheiße. Ein bisschen Missbrauch ist immer noch Missbrauch. Ja, hallo Caro Kant. Hallo. Ja, du hast das Profilbild, Tiere sind keine Ware. Ich denke mal, das hast du nur als Tarnung genommen oder bist du wirklich Veganer? Ich bin seit 7 Wochen tatsächlich vegan. Seit 7 Wochen? Das klingt sogar nach einer Aussage, die nur ein neuer Veganer tatsächlich so treffen würde. Warum bist du vegan geworden? Ich habe mir das Datum genau gemerkt, ja. Tatsächlich, weil ich mir das einfach logisch überlegt habe, also deine Argumente. Und ich bin tatsächlich darauf aufmerksam geworden, als ich gesehen habe, dass du Feroz Khan überzeugen konntest. Und dann habe ich mich mit dir beschäftigt und musste meinen Standpunkt verwerfen. Und ja, jetzt seit 7 Wochen. Ich freue mich total, dass das Früchte trägt, dass ich mich einfach wirklich mit allen Leuten an den Tisch setze. Und auch seine Community offensichtlich jetzt ins Nachdenken kommt. Also freut mich total, dass du das logisch-rational verändert hast. Ja, ich denke auch ganz wichtig, dass du das politisch unabhängig machst. Weil das war früher auch so ein bisschen mein Problem, dass ich das immer so ein bisschen in eine Richtung eingeordnet habe und mich dann nicht deswegen ernsthaft damit beschäftigt habe. Mm. Was natürlich auch von mir falsch war, aber... Sehr reflektiert. Weil ja. Die Ansicht ist nicht unbedingt falsch, nur weil sie eher vom anderen Lager gehalten wird. Genau. Richtig geil. Großes Doppel-V im Chat für diese intelligente, reflektierte Person, die bereit ist, Fehler zuzugeben und sich zu verändern. Genau diese Eigenschaft braucht man, wenn man vegan wird. Man muss einen schrecklichen, langjährigen Fehler und seine gesamte Tradition und seinen gesamten Freundeskreis in Frage stellen. Und das tut weh, deswegen großes, großes Doppel-V der Ehre. Kann ich dir irgendwie weiterhelfen? Geht's dir gut als Veganer? Brauchst du Tipps? Wie kann ich dir helfen? Also ich muss sagen, das mit dem Umfeld ist zurzeit noch ziemlich schwer, weil ich wirklich fast keine Veganer kenne. Also ich habe jetzt 2 Personen immerhin schon mal überzeugt. Ja, gestern hatte ich erst wieder einen, den habe ich jetzt mal dazu gebracht, Dominion anzuschauen. Der hat mir dann geschrieben, dass er sich erstmal ein Steak gemacht hat, also direkt mal einen Kontakt, den ich komplett abgebrochen habe. Man lernt die Leute richtig kennen, gell? Ja. Mhm. Ich kannte ihn davor nicht so gut, aber das war so ziemlich krass. Du hast so nebenbei läufig gerade erwähnt, dass du auf Lok schon 2 Leute vegan gemacht hast. Auch dafür Hut ab. Vielen, vielen Dank, dass du direkt auch aktivistisch unterwegs bist. Das ist so wichtig, dass wir die Leute, die durch unseren Content und diese Informationen vegan werden, die Logik, die sind nicht nur selbst vegan, sondern die tragen auch dieses Feuer in sich, sich für die Tiere einzusetzen, weil es eben nicht ein Kuchenrezept ist, was sie überzeugt hat. Und an dir sieht man es. Vielen, vielen Dank, dass du ein Katalysator bist. Wie hast du die überredet? Also was ist deine Herangehensweise? Wenn ich so ein Kumpel von dir wäre, so, und du bist jetzt frisch vegan, wie überzeugst du mich jetzt? Naja, ich habe einfach wirklich, ich habe immer so eine kleine Präsentation gemacht und die Argumente nach und nach durchgegangen und
ja, zwei haben sich eben drauf eingelassen, auf die logische Schlussfolgerung. Die, also das eine war sowieso schon so, dass sie das eigentlich nicht gut fand, aber es gab halt einfach in ihrem Umfeld niemand, der sie quasi dazu gebracht hat, dann auch mal sozusagen das umzusetzen. Du warst dann der dritte halt Arsch. Zu passen. Und ja, auch mein Vater hat halt eben das auch schon so im Hinterkopf gewusst, aber wurde nie damit konfrontiert und dann hat er gesagt, ja, okay, eigentlich hast du recht und dann ultra hat geil. Das eben dann auch angepasst zum Glück, ja. Veganer Daddy geworden. Sozusagen, genau. Ja, aber dann hast du doch ja, eh Leute in deinem Umfeld, wenn du sogar seinen Vater und deinen Kollegen vegan gemacht hast, dann hast du doch eh Leute in deinem Umfeld oder was ist dann noch? Ja, genau, jetzt, aber sonst halt, also von. Also ich habe immerhin schon ein paar Leute in meinem Umfeld, genau, aber ich sag mal so, alle Leute, mit denen ich zur Uni gehe, also die sind alle nicht vegan, das ist noch so ein bisschen schwierig, aber ich probiere mit denen zu reden auch. Mal gucken, ich bin jetzt ja auch erst noch nicht so lange dabei zu sagen, vielleicht überzeuge ich mich noch mehr. Was studierst du? Ich studiere Mathe jetzt. Ah, ich bringe immer, wenn Leute sagen, ja, du kannst in jedem Fach in der Schule irgendwie ein Referat über Veganismus halten. Sogar irgendwie bei Mathe. Also das ist dann immer so wahrscheinlich das Schwierigste, ja. Wo man das Thema einbringen kann. Ja, aber falls es trotzdem irgendwelche Uni-Präsentationen gibt oder du die Möglichkeit hast in deiner wahrscheinlich wirst du eine Magisterarbeit oder Doktorarbeit oder sowas machen müssen, oder? Am Ende. Ich bin erst erstes Semester. So. Ah, okay. Ja, dann vielleicht kannst du dann irgendwie schreiben, ein Bauer stellt um auf einen veganen Betrieb und muss dann, was weiß ich, irgendwelche... Das Wort Kurvendiskussion gegenüber einem Mathematiker zu verwenden, ist wahrscheinlich Laienniveau. Deswegen irgendwas Mathematisches muss er dann mit Tieren tun. Ja. Jemand fragt gerade, wer das war, der ihn überzeugt hat, der dich überzeugt hat, den ich überzeugt habe. Das war Feroz Khan. Das ist ein YouTuber, der sehr dafür bekannt ist, dass er eben für die AfD argumentiert. Das ist so sein, glaube ich, Hauptthema. Und Wokeismus kritisiert. Und deswegen war es halt sehr unüblich bzw. kritisch, als ich mit ihm über Veganismus gesprochen habe. Und wir haben uns halt getroffen, nachdem er durch meine Videos, weil er wollte ein Video gegen mich machen und das war dann aber ein Video, wo er mir nur Recht gegeben hat. Und seitdem ist er öffentlich vegan und auch in jedem großen Interview spricht er über Veganismus und macht das eigentlich inhaltlich wirklich stark. Und erreicht zum Beispiel eben den Anrufer gerade. Ja, genau. Also bei mir war es so, ich bin jetzt nicht mal sein Follower, aber ich schaue ab und zu halt mal Videos von ihm und dadurch, nur dass er vegan geworden ist, habe ich halt gemerkt, dass das Thema wahrscheinlich nicht so in einer Ecke verhaftet ist, was ich, wie schon gesagt, davor eben fälschlicherweise gedacht habe. Ja. Genau. Deswegen finde ich es ja auch gut, ich glaube, diese Organisation, bei der du auch oft bist, Anonymous for the Voiceless oder so, die macht das ja auch immer unabhängig, was er, glaube ich, mal erzählt. Das finde ich auch sehr gut, ja. Ja, das ist alles andere ist dann ein Verwaschen von Tierrechtsthemen mit politischen Agenten, die da nicht hingehören. Das ist einfach neutral von allem anderen zu betrachten. Und alle Fights, die man hat, soll man nicht halt beim Aktivismus für Tiere auskämpfen. Aber bist du sonst schon aktiv? Weil du hast gesagt, du hast wenig im Freundeskreis. Ich finde, Straßenaktivismus und Real-Life-Aktivismus ist halt immer eine gute Möglichkeit, um Leute kennenzulernen, die ähnlich getaktet sind, um größere Projekte anzugehen. Ja, ich habe schon mal überlegt, ob ich mal vorbeischaue, so mache ich vielleicht, aber bisher noch nicht. Ja, ich weiß nicht, ich hätte halt auch ein bisschen Sorge, dass ich dann argumentativ oder so vielleicht nicht so gut bin sozusagen oder nicht, also ich bin jetzt, sag ich mal, bei weitem nicht so mutig wie du zum Beispiel oder so und ich hoffe halt, dass ich die Botschaft dann zum Beispiel nicht zu weich oder so rüberbringe oder sowas. Da also, ich glaube, du bist der typische Mensch, der sich zu tief mit dem Thema auseinandergesetzt hat und dann weiß, wie viele eigentlich nicht weiß. Den meisten Aktivisten geht es aber eher umgekehrt. Also am Anfang ist es halt beim Aktivismus, beim Straßenaktivismus so, dass du eh nicht beim ersten Mal direkt mitredest normalerweise, sondern du kriegst erstmal einen Workshop in die Hand gedrückt, der idiotensicher ist, ehrlich gesagt. Und dann machst du halt erstmal, dass du zuhörst oder deinen Bildschirm hältst. Aber ich finde, Straßenaktivismus ist nicht unbedingt der effektivste Einsatz unserer Zeit, wenn wir es nicht medial aufbereiten. Es ist ein guter Moment und gute Möglichkeit, um zu networken, vor allem danach. Man soll ja währenddessen nicht quatschen. Und sich mit Menschen zu umgeben, die gleichermaßen denken wie du, wo man halt dann nicht mehr durchdreht, wenn man sich so alleine fühlt. Also das ist
das Positive am Straßenaktivismus. Schlecht ist halt, dass One-on-One-Gespräche ineffizient sind. Also wenn du mathematisch geprägt bist, wenn du ein logischer Typ bist, dann wirst du ja verstehen, dass wahrscheinlich das Internet oder Medien online generell die effektivsten Formen sind, um die Botschaft und Awareness überhaupt mal zu verbreiten. Wenn du da irgendwas machen kannst, sei das Videos teilen, schneiden, eine Website betreuen, wenn du auch noch coden kannst und sowas, neue Produkte rausbringen, was auch immer deine Nische ist, go for it. Ja. Ich bin Schachspieler, ich weiß nicht, ob ich das da so gut einbringen kann. Aber ich glaube, man kann alles kombinieren. Du könntest darüber sprechen, warum man Pferde nicht als Ritter haben darf und eine neue Figur für Pferde am Schachbrett ersetzen. Und oh mein Göttin, oh meine Göttin, ich will von dir ein veganes Schachbrett. Ohne Pferde. Yes! Okay. Yes! Tofu! Brauchen wir. Was können wir statt dem Pferd nehmen? Gute Frage. Ich muss nachdenken. Eine Sojabohne. Ich weiß es nicht. Tofu. Ja, vielleicht einfach ein Block Tofu statt dem Pferd. Allein das wäre schon ein witziges Reel, wenn man statt dem Pferd einen Block Tofu herumschiebt. Ja, ein Trampolin. Weiß gar nicht, kommt der Springer daher, dass da Leute welche früher drauf geritten haben? Weiß ja, ich gar sicher. Nicht. Ja, sicher. Berittene Reiter, berittene Krieger halt, berittene, wie heißt das denn? Ja. Ja, die Typen mit der Metallmaske und so. In Harry Potter ist ja die Figur sogar ein Reiter, der am Pferd sitzt. In diesem Wizard Chess am Ende. Stimmt, ja. Wizard Chess. Ich hatte das nämlich als Schachspieler, als Kind hatte ich das. Und das war, und im Film war es auch so. Guck. Das ist die, die Pferdesklaverei-Figur. Und das Pferd wird getötet, als Ron drauf sitzt. Und das geht nicht. Eine Springbohne, schreibt Zinkblender. Was ist eine Springbohne? Springbohne. Wir brauchen ein. Ich will jetzt ein veganes Schachbrett. Ich will das jetzt sofort. Springbohne. Ich kann semi-gut Schach spielen. Ich kann schlechter Schach spielen, als ich zeichnen kann. Und ich kann okay zeichnen. Das ist eine Springbohne. Das sieht aber nicht gut aus. Die Pokémons am Samstag waren auch sehr schön. Oh, okay, du kannst mir gleich das nächste Pokémon sagen, das ich zeichnen soll. Oh Gott. Du hast eine große Aufgabe. Ich kenne nicht viele Pokémons. Macht nichts, sag mir irgendeines, das wir noch nicht hatten. Glumanda gibt's, glaube ich, oder? Schau, das hatten wir noch nicht zum Beispiel. Vielen, vielen Dank. Ein Hobbyhorse! Jemand schreibt gerade ein Hobbyhorse! Ich will ein Schachbrett mit einer Hobbyhorse-Figur. Das müsste dann aber unten so ein, wie heißt das denn? Stand haben, weil sonst kippt es wahrscheinlich um. Das ist nicht sehr gut geeignet als Schachfigur. Ich habe mal Hobbyhorsing gemacht für ein Video, wo ich ein Mädel besucht habe, die Hobbyhorsing gemacht hat. Das war lustig. Das wäre doch gut, aber ohne dem Gitter. Ich weiß nicht. Es sieht mir immer noch zu sehr nach Tiersklaverei aus. Ich mag das nicht. Aber es ist auf jeden Fall besser als ein normales Springpferd. Okay. Kann ich dir noch irgendwie weiterhelfen, außer dir zu sagen, dass das normal ist, dass man sich am Anfang wütend auf sein Umfeld fühlt und dass man halt einfach schauen muss, dass man die Wut in Aktivismus und neue Menschen kanalisiert? Ja, ich hätte tatsächlich noch so ein, zwei Fragen. Zum Beispiel, wie würdest du am besten Leute überzeugen, die mir zwar inhaltlich an sich recht geben, aber denen noch irgendwie so der letzte... Ja, ich habe manchmal das Gefühl, einige Leute fehlen noch so der letzte Antrieb, um dann das wirklich 100% durchzuziehen. Also aber wahrscheinlich Dominion zeigen kann doch mal so ein Auslöser sein. Oder sagen, dass sie sich das anschauen wollen. Oder, also quasi die sagen, ja, sicher hast du schon recht, aber ich kann jetzt nicht sofort anfangen, die dann so ein bisschen Ausreden suchen. Ja, du musst halt bedenken, dass die meisten Menschen nicht so wie wir sind, dass wir einfach logische Argumente hören und danach handeln, sondern die meisten Menschen würden eher von den Bildern in Kombination mit den Argumenten überzeugt werden. Also ich gehe jetzt einfach mal davon aus, wir haben eine Person, die hast du schon argumentativ alles erklärt, die gibt dir auch recht und die hat alles gesehen. Was du dann noch machen kannst, und das ist sogar im Anonymous for the Voiceless Protokoll integriert, ist ja einfach diese klipp und klare Frage stellen. Wenn du das jetzt alles weißt und mir recht gegeben hast, wie viele Tiere sollen ab heute noch für dich ausgebeutet, missbraucht, versklavt und ermordet am Schlachthof werden? Null oder mehr als null? Und dann sagen die meisten Leute immer null. Und dann sagst du, ja, okay, und wie setzt du diese Null jetzt um? Ja, dann bin ich ab jetzt vegan oder muss ich ab jetzt vegan sein? Und wenn die dann immer noch sagt, ja, aber ich schaff's nicht, dann musst du halt konkret die Fragen stellen, was glaubst du, hält dich denn ab jetzt wirklich davon ab? So, wie kann ich dir tatsächlich helfen? Und wenn du dann einen guten Freund hast oder einen Kumpel oder einen Kollegen, dann kannst du ihm natürlich in diesem speziellen Anliegen
Hilfe, Ratschlag geben oder ihm sagen, dass das lächerlich ist, was auch immer diese Person gerade benötigt. Es kommt wahrscheinlich sehr auf die Person an. Und und viele Leute sagen selbst nach all dem immer noch, ja, ich werde drüber nachdenken. Und dann bringe ich halt gerne dieses, bewerten wir Menschen nach ihren Gedanken oder nach ihren bedeutungsschwangere Pause. Genau, und dann sagen sie immer von sich selbst aus Handlungen und dann machst du ping, 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 ping. Ja. Ja. So. Genau. Weil dann gibt es halt auch immer so dieses Argument oder eher die Ausrede, dass man halt sowieso nicht in einem Bereich quasi schafft, seiner Moral 100% zu folgen. Sprich, wenn du jetzt ein Handy kaufst, wurde das wahrscheinlich auch mit Kinderarbeit hergestellt und so weiter. Also wie würdest du quasi da logisch erklären, warum man sozusagen jetzt bei dem Bereich Veganismus also quasi 100% erfüllen muss und bei anderen Bereichen nicht? Kannst du das irgendwie? Ja, das bringe ich meistens dadurch, dass der Konsumboykott von schlecht hergestellten Produkten nicht unbedingt eine Verbesserung für die betroffenen Personen bedeutet und nicht ein Ende von ihrem Leid oder ihrer Ausbeutung oder sie kriegen auch nicht dadurch Rechte, sondern es ist gegebenenfalls, je nach Produkt, das wir diskutieren, sogar eine schlechtere Alternative für sie, wenn es diese ausbeuterischen Jobs oder eben Sweatshops dort nicht gibt. Also das ist, da hängt mehr zusammen, weil die Menschen gibt es so oder so und die Tiere werden dafür ja extra gezüchtet in einer Industrie, die vollkommen relativ einfach zu verlagern wäre, einfach in eine pflanzlichere Industrie. Und da ist für mich einfach ein klarer Symmetriebrecher, dass der Unterschied nicht unbedingt besser ist für die Leute in der Region. Ja. Aber wäre es nicht rein theoretisch auch möglich, die Produkte quasi ohne Kinderarbeit herzustellen, dass sozusagen alle sind? Ja, ich kann nur nochmal betonen, das wäre vielleicht möglich. Und wenn du jetzt alles boykottierst, wo gegebenenfalls Kinderarbeit dahinter stecken könnte, dann könntest du wahrscheinlich im Alltag nicht mehr viel tun. Angefangen vom Straßenbahn fahren bis zum Taxi nehmen, bis zu dem Computer verwenden, um Informationen zu bekommen, um ein effektiver Aktivist für eine bessere Welt zu sein. Also die Einschränkung, die du damit auferlegst, ist einfach extrem immens im Rahmen des Kapitalismus, dass es keinen Sinn macht, pragmatisch betrachtet, so konsequent an die Sache ranzugehen wie beim Tierrecht. Das ist also beim Veganismus. Du hast, wie gesagt, nochmals diesen Symmetriebrecher, dass es nicht einmal unbedingt besser wäre, selbst wenn das überall Kinder wären, dass diese Kinder gegebenenfalls zum allerersten Mal in irgendeiner Weise im Schatten arbeiten können, statt auf einem Feld, wo mit noch viel mehr Pestiziden gearbeitet wird, als in dem Betrieb, wo sie zumindest im Schatten arbeiten können. Also es ist, wie gesagt, nicht immer unbedingt besser, wenn diese Leute dort diese Anstellung, wenn du es so nennen möchtest, auch nicht hätten. Okay, also das wären quasi zwei Gründe. Das ist quasi, wenn man auf tierische Produkte boykottiert, das ist da auf jeden Fall sozusagen die positive Wirkung hat und das ist halt auch heutzutage auf jeden Fall. Kurz zusammengefasst, bei der Tierrechtsfrage und bei der Missbrauch der Tiere als Ware ist die Sache einfach so schwarz-weiß zu betrachten, weil das eine Industrie ist, die wir jetzt einfach einstampfen können, ohne dass es für diese Tiere verheerende Folgen hat. Sie werden einfach nicht mehr nachgezüchtet. Hingegen sind die Menschen dort ja trotzdem da und wenn die dann die Möglichkeit nicht haben, beispielsweise in einem Sweatshop zu arbeiten, dann müssen sie wieder auf Feldern stehen, haben gar nichts, es gibt dort keine Infrastruktur, kein Essen, die müssen sich zwangsprostituieren und so weiter und so fort. Also es kommt auf die Region an, aber google mal nach Fairtrade-Problemen für die Regionen, die sich dann diese Fairtrade-Sachen nicht mehr leisten können, die dann nicht mehr als Hersteller dafür dienen können, dass die Leute dort dann einfach vor dem Ausstehen teilweise. Ja, ist nicht unbedingt besser als Alternative, dann auf giftigen Feldern arbeiten zu müssen. Ich weiß nicht, viele Regionen scheinbar haben sich auch erst wirklich durch, Kamikaze, es geht um Kapitalismus. Du kannst gerne mitdiskutieren, wo du den Symmetriebrecher zwischen Konsumboykott aller Güter, die gegebenenfalls nicht nach vollem Menschenrechtsstandard hergestellt wurden, versus aller Güter, die nicht nach Tierrechtsstandard, also einfach nicht vegan hergestellt wurden, mitdiskutieren. Aber das wäre jetzt meine Antwort darauf gewesen.
Okay, ja, weil es kam mir auch immer gefühlt eher so ein bisschen wie eine Ausrede vor, aber ich konnte es jetzt halt nicht direkt logisch herleiten, warum es da so ist und dort nicht, aber okay. Also wenn es dir immer noch nach einer Ausrede vorkommt, dann lasse ich mich gerne eines Besseren belehren, aber ich sehe dann als logische Konsequenz daraus, nur... Ich meine von dem, der es gesagt hat, nicht von... Okay, ja. Nicht von dir. Also wenn jemand sagt, ja, ich kann das da nicht 100% machen, weil ich eh nicht 100% meinen Standard erfüllen kann, dass das die Ausrede ist. Also ich kann nur nicht, ja, also in der Tierrechtsdebatte, wenn das Thema hochkommt, dann ist es ja einfach nur ein Derailen vom Thema, ob sie dir prinzipiell, meistens sagen sie ja, aber Veganismus ist ja nicht notwendig, weil das geht ja auch nicht, das ist ja sowieso absurd dann. Also selbst wenn das andere auch nicht ginge und auch falsch wäre, ist das ja kein Punkt gegen Veganismus. Ja, nee, das sowieso nicht. Das ist halt nur quasi eine Ausrede, warum man es jetzt nicht direkt 100% macht, sozusagen. Aber genau. Ich hoffe, du magst meinen Glumanda bisher. Ja. Hast du noch eine Frage? Ich kann den auf jeden Fall nicht besser zeichnen. Aber ich hatte auch nur bis zur 8. Klasse Kunst. Okay, hast du noch eine Frage? Nee. Okay. Dann danke dir auf jeden Fall. Ich danke dir. Dass du so viel Mut hast, das Thema so krass rüberbringst und auch mich überzeugen konntest. Das freut mich. Und ich danke dir, dass du schon aktivistisch unterwegs bist. Das ist das größte Kompliment. Dann schönen veganen Tag noch. Schönen veganen Tag. Tschüss. Tschüss. So, irgendwer hat gerade geschrieben, Glumanda hat keine Ohren. Ihr dürft mir nichts zwitschern. Ich lese das mit und dann will ich die Ohren jetzt ausbessern. Jetzt fällt mir auch ein, dass das ja eine Eidechse ist und keine Ohren hat. Mann! Ja, wir zeichnen gerade auf Twitch wunderschöne Pokémon. Wie ist das eigentlich nochmal mit Reiten? Reiten ist asozial, Reiter sind Tierquäler, Reiten ist nicht gut für den Rücken von Pferden. Es gibt keine Rechtfertigung dafür, Pferde als Ware zu halten, zu kaufen, zu handeln. Diese Pferde sind Fluchttiere, die wollen inhärent nicht geritten werden, die müssen als Kinder gebrochen werden. Das schadet ihrem Rücken, das belastet ihren Rücken, die brauchen alle Physiotherapie. Why? Einfach den Reitsport einstampfen, kein Tierquäler mehr sein, kein Pferd reiten, vegan sein. Ich habe 3 Pferde. Du kannst gerne 3 Pferde haben, dich um die kümmern und sie einfach nicht mehr reiten. Nino Oliveraff Plastik schreibt, hi Rafa, ich bin dank dir vegan geworden. Ich finde dich so toll, Herz. Vielen, vielen Dank. Du brauchst die Nachricht jetzt nicht mehr schreiben, weil ich sehe sie schon seit einer Viertelstunde. Das ist süß von dir. Ich hoffe, du meinst das ernst. Veganen Tag. So, nächste Person. Player Kid, du wurdest eingeladen. Hallo. Kitzelig Kebab, hallo. 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 Erste Sache direkt. Pferde nicht zu reiten, ist schlecht für die Muskulatur der Pferde. Weiß ich. Ich habe mit dem Thema sehr viel zu tun. Das ist schlecht für die Pferde. Reiten ist gut. Wenn man Pferde zu Hause hat, sollte man diese auch reiten. Weil sonst wird die Muskulatur schlapp und die sterben zu schnell, bla 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 bla. Und ich möchte mal Punkte hören, warum du sagst, dass vegan sein gut ist und Fleisch essen ungesund. Oder nicht gut. Oder nicht gut. Was kann dir daran nicht gut sein, ein Tier ins Schlachthaus zu schicken? Und was soll denn daran nicht gut sein, mit einem Gewicht, was meistens sowieso nicht abgestimmt ist für den Rücken von Pferden, sie als Sportinstrumente zu verwenden? Also jeder, der länger und öfters reitet, weiß, dass Pferde Physiotherapie brauchen, wenn sie geritten werden. Das schadet chronisch ihren Rückenmuskeln. Es gibt genügend Aufarbeitungen davon, von tierärztlichem Magazinen, Beiträgen, Studien in die Richtung. Wenn du wirklich meinst, dass als wichtig und gut ist für den Rücken des Pferdes, dann kannst du das Pferd mit Gewichten belasten und spazieren führen. Aber in den allermeisten Fällen sind Pferde im Moment noch nicht so arg überzüchtet, dass sie irgendwelche Deformitäten bekommen, wenn man sie nicht reitet, sondern eher, dass ihr Rücken einsinkt und Probleme bekommt, wenn man sie reitet. Das
es wäre absurd anzunehmen, dass ein Tier nur gesund sein kann, wenn man es reitet. Das müsste dermaßen überzüchtet sein in die Richtung, das sind im Moment Pferde so noch nicht. Also der Punkt geht nicht. Noch dazu, der ganze Handel mit Pferden ist nichts anderes als Warenhandel. Die Pferde werden zum Reitsport mit unangenehmen Dingen im Mund belastet. Die schäumen, die wehren sich, die müssen machen, was der Reiter ihnen sagt. Und das kann so nicht weitergehen. Wenn du ein Therapiepferd hast, ein Pferd in Therapie, und das hat irgendwelche Beschwerden, das muss belastet werden. Da habe ich schon ein, zwei Fälle gehört, da mussten Leute die dann mit Gewichten belasten und haben sie deswegen geritten, um die Gewichte besser halten zu können dort, wo es hingehört. Aber das vielleicht für 20 Minuten, zweimal in der Woche, und das ging ja auch ohne, dass der Mensch unbedingt drauf sitzt. In dem Fall war es halt einfach pragmatisch einfacher, aber das Reiten an sich ist kein sinnvoller Umgang mit Pferderücken. Also ich reite Pferde jeden Samstag, Sonntag und so, und die haben noch keine Probleme. Da ist jede Woche ein Tierarzt, der guckt die nach, vernünftig, und die haben keine Probleme. Ja, am Schlachthof sind auch Tierärzte, aber deswegen geht es den Tieren dort nicht gut, nur weil ein Tierarzt dort ist. Es geht auch nicht darum, um eine Momentaufnahme, weil wenn ich jeden Tag rauche, wenn ich jeden Tag rauche, dann wird es mir nach 3 Tagen auch nicht schlecht gehen. Aber meine Wahrscheinlichkeit, an einer Lungenerkrankung oder sonstigen damit verbundenen Erkrankungen zu erkranken im Alter und nach der Zeit wird immer höher. Und genauso ist das, wenn du ein Pferd einmal reitest, ist das nicht unbedingt schlecht für seinen Rücken, sondern durch die chronische Belastung passiert das. Also deine nette Anekdote mit "ich reite jeden Samstag" sagt überhaupt nichts darüber aus, ob das nachhaltig für Pferderücken gut oder schlecht ist. Noch dazu gehört zum Reiten ja nicht nur das Aufreiten, sondern wie gesagt, der Handel, der Konsum, der Transport, die Zucht und das Töten von Reitpferden, der Reitsport, der für diese Pferde unglaubliche Belastung ist. Also es ist nicht im Sinne der Tiere, sie als Sportgegenstände zu verwenden. Ganz im Gegenteil. Ein Pferd muss gebrochen werden, damit du es reiten kannst. Das sind Fluchttiere. Also bei uns haben die so viel Wiese, die haben, ich glaube, 12, 13 Hektar. Okay, und wenn ich dir und deiner Mutter 12, 13 Hektar gebe, dann komme ich aber mit meinem Arsch einmal in der Woche oder öfters sogar, weil du bist ja nicht der Einzige, der diese Pferde reitet wahrscheinlich, und belaste euren Rücken. Egal wie viel Wiese ihr habt, ist das nicht in eurem Sinne, und ich darf euch nicht handeln, ich darf euch nicht reiten, ich darf euch nicht zu irgendwelchen Sportevents mitnehmen. Das ist für euch Stress, das ist für euch Belastung, das ist gegen eure Rechte und das ist gegen das Recht der Pferde, nicht als Ware zu gelten. Pferde sind keine Handelsware und du benutzt die als Sportgegenstände und Handelsware. Aber ich verkaufe die ja nicht, wenn die sterben, dann sterben sie. Ja, ich gebe die ja nicht an irgendwelche Leute, die sie reiten will. Aber du hast sie mal gekauft. Ja, du bist der irgendwelche Leute, an denen es gegeben wurde, der seine Pferde natürlich misshandelt, indem du auf sie drauf sitzt. Du bist der Leute, an denen es verkauft wurde. Du unterstützt also diese gesamten Reitsportindustrie, du unterstützt den Handel mit Pferden, du machst es ja selber, indem du sie gekauft hast. Also natürlich handelst du mit ihnen. Woher willst du wissen, dass ich die gekauft habe und nicht, dass Wildpferde waren und die Kinder bekommen haben oder sowas? Ja, dann ist es auch schlimm, dass du sie nimmst und bei dir einsperrst und dann reitest. Dann bau ihnen irgendwo ein Gebiet, wo sie frei leben können, wo du auf sie aufpasst. Aber deswegen sind sie nicht deine Sportinstrumente, auf denen du aufsitzen kannst. Inwiefern macht es das besser, wenn sie vorher Wildpferde waren? Dann brauchen sie erst recht nicht irgendwie geritten werden. Das ist doch absurd, dein Argument. Vielleicht hatten die ja Kampfhaken oder sowas, die davon beschützt oder sowas. Auch das weißt du nicht. Ich habe kein Wort verstanden. Vielleicht hatten die Krankheiten irgendwas kaputt, bla bla bla, ja. Und ich habe die dadurch doch dann angenommen. Das habe ich sogar gerade mit eingebaut in meine Antwort, wenn ich gemeint habe, dass du ihnen einen Enclosure baust, wo es ihnen gut geht und wo du sie pflegst, habe ich literally so gesagt, aber das ist ja nicht das, was du mit ihnen tust, du nutzt sie als Reitsportgeräte. Es ging dir nicht darum, sie von, keine Ahnung was, Chlamydien zu heilen. Natürlich abgebaut wird. Bitte was? Damit sie eben keine Probleme haben, reite ich sie. Damit die Muskulatur sich nicht abbaut. Du kannst genauso gut dafür sorgen, dass sich die Muskulatur nicht abbaut, indem du den Pferden genügend Platz und Grund, sich zu bewegen, gibst und indem du sie mit Gewichten belastest und zu einer Therapiestunde bringst, wenn sie krank sind. Aber du brauchst prinzipiell nicht als Reitsportler auf ihnen drauf sitzen. Und es ist wahrscheinlich auch nicht so, dass du das nur einmal in der Woche in Form einer Therapiestunde machst. Das wäre dann ja auch nicht Reiten per se, sondern therapeutisches Belasten. Du reitest sie for fun, richtig?
Ich reite sie nicht, weil ich daran Spaß habe. Ich reite sie, damit die Muskulatur sich nicht abbaut, die ich gerade schon erwähnt habe. Okay, und ich habe, das hättest du schon 10-mal korrigiert. Ich habe dir 10-mal erklärt, in welcher Form das Aufsitzen auf einem Pferd okay wäre, wenn du es therapeutisch, wenn es eine Krankheit hast, belasten musst. Und selbst dann könntest du das wahrscheinlich auch machen, ohne dass du selbst drauf sitzt, sondern dass du es einfach mit Gewichten belastest und umherführst und spazieren gehst, daneben gehst, führst. Es ist alles möglich. Reiten an sich bedeutet, dass du auf einem Pferd aufsitzt, es über die Wiese laufen lässt und es insofern als Sportgerät ausbeutest. Das ist ein großer Unterschied, den ich eingangs schon mehrfach erklärt habe. Und das therapeutische Aufsitzen ist was anderes. Du hattest aber gemeint, dass du reitest. Aber wo ist der Unterschied, wenn ich Gewichte drauf mache oder selber drauf sitze? Okay, ich habe es jetzt 10-mal erklärt. Ich will es nicht machen. Du handelst diese Tiere, du hast sie sicherlich gekauft, du förderst den Reitsport, du verteidigst den Reitsport, du verharmlost den Reitsport. Du bist nicht darauf eingegangen, das Reiten im Normalfall und nicht in einem physiotherapeutischen Sinne, wie du es sicherlich nicht ausschließlich tust, wahnsinnige chronische Belastung für die Pferde bedeutet. Deswegen glaube ich, können wir diesen Punkt abhaken, als du bist hier einfach ignorant und möchtest weiterhin den Pferdehandel unterstützen, den Pferdehandel verteidigen. So scheinst du auf mich, das tust du mit Pferden, das ist nicht okay. Und im nächsten Punkt hast du gesagt, dass es, oder du hast es für lustig erachtet, dass ich es nicht okay finde, nicht vegan zu sein. Das heißt, du bist einfach jemand, der sieht sich sowieso als so viel besser, dass er Tiere verwenden darf, wie er will. Wenn du nicht vegan bist, verwendest du Tiere wie ein Sklaventreiber. Sowas habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, Tiere töten andere Tiere. Also warum sollte man das nicht selber tun? Weil Tiere sich auch gegenseitig vergewaltigen. Also darf ich dich auch vergewaltigen? Tiere vergewaltigen sich auch gegenseitig. Also darf ich dich auch vergewaltigen? Das kannst du ja gerne versuchen. Okay, also willst du weiterhin unehrlich bleiben oder kannst du mir die Frage beantworten? Nee, das meine ich ja nicht, aber also du hast gesagt, stopp. Du hast gesagt, ich darf Tiere, oder es ist prinzipiell okay, nicht vegan zu sein, oder Tiere zu töten in diesem Sinne, weil Tiere machen das auch gegenseitig. Dann sage ich, okay, Tiere vergewaltigen sich auch gegenseitig. Ich nutze deine Begründung, deine Logik. Also darf ich nach deiner Logik auch Menschen vergewaltigen, weil sich Tiere auch gegenseitig vergewaltigen? Wieso musst du alles? Kannst du die Frage beantworten? Du bist schon zum zweiten Mal ausgewichen. Du bist zum zweiten Mal der Frage ausgewichen, Pferdequäler. Darf ich jetzt Menschen vergewaltigen, nur weil Tiere sich gegenseitig vergewaltigen? Das habe ich doch gar nicht gesagt, dass du Menschen kriegen. Antworte mir doch die beschissene Frage. Dazu seine Straftat. Darf ich jetzt Menschen vergewaltigen, weil sich Tiere gegenseitig vergewaltigen? Ja oder nein? Was? Nein. Nein, vielen Dank für die Beantwortung der Frage. Dann hast du allerdings einen Widerspruch. Wenn deine Logik ist, Tiere ins Schlachthaus schicken und töten ist okay, weil Tiere machen das auch mit Tieren. Und dann sage ich, Tiere vergewaltigen auch Tiere. Also ist andere, gleiche Spezies sogar von mir aus, Menschen vergewaltigen auch in Ordnung, weil Tiere machen das untereinander auch. Verstehst du? Wenn du jetzt sagst, dass das nicht okay ist, obwohl ich deine Logik anwende, dann hast du einen Widerspruch. Erkennst du das an? Ja, aber... Okay, cool. Danke für die Anerkennung des Widerspruchs. Wirst du jetzt also vegan sein oder hast du eine weitere Ausrede, die wieder auf einen Widerspruch einführen wird? Sagen wir, ich würde jetzt vegan werden, ja? Nein, du musst jetzt... Okay, stopp. Also du erkennst an, dass dein Widerspruch ein dummes Argument war, das du nie wieder verwenden wirst. Dass Tiere auch andere Tiere töten, war kein gutes Argument gegen Veganismus. Können wir diesen Satz von dir hören? Nochmal? Du musst jetzt zugeben, dass diesen Satz will ich von dir hören, dass... Wenn sich Tiere auch gegenseitig töten, das kein gutes Argument gegen Veganismus ist. Natürlich ist es kein gutes Argument, okay, aber warum danke, soll ich weil du hattest es angebracht, weil du hattest es angebracht als gutes Argument, weil du hattest es angebracht als gutes Argument, deswegen du hattest es angebracht als gutes Argument, deswegen ist es doch schön, dass du dieses Argument jetzt nicht mehr als gutes Argument verwenden würdest. Also was ist dein nächstes gutes Argument gegen Tierrechte? Als erstes möchte ich bitte sagen, lass mich einmal ausreden, nicht immer dazwischen. Ja, wenn du meine Fragen beantworten würdest, dann müsste ich auch nicht einschreiten. Also was ist dein nächstes gutes Argument gegen Veganismus? Wenn ich in den Wald gehe und Pflanzen sammle, die ich essen kann, bla bla bla, Pilze, die haben Gefühle. Pflanzen leben. Pflanzen haben auch Gefühle in dem Sinne. Nein.
Doch, in Biologie lernt man sowas tatsächlich. Also im Gymnasium nicht. Nein, Pflanzen haben keine Gefühle. Und nur weil man irgendwo was lernt, ist es deswegen nicht unbedingt richtig. Dann schaue ich mir lieber Studien an, nicht was mir irgendein Lehrer mal, der irgendwie vielleicht spirituell angehaucht war, erzählt hat. Weil eine Pflanze fühlt genauso wenig wie dein Handy. Eine Pflanze hat Sinneselemente, in dem, dass sie auf Sonneneinstrahlung, Wasser und Veränderungen im Boden reagieren kann. Aber sie hat kein zentrales Nervensystem, sie hat keine Nervenfasern, sie hat keine Möglichkeit, um einen Schmerz zu verarbeiten. Und wenn du wirklich meinst, dass Pflanzen Gefühle haben, dann ist das trotzdem kein Argument gegen Veganismus. Es ist nur, weil deine Mutter Schmerzen hat, hat dein Bruder plötzlich kein Recht mehr, nicht versklavt zu werden. Das ist ungefähr deine Logik. Nicht ganz, aber verstehst du, dass nur selbst wenn Pflanzen Gefühle hätten, was nicht der Fall ist, wonach du auch nicht lebst, wenn du ganz ehrlich bist, dann ist das trotzdem kein Argument dafür, um Tiere auszubeuten, ihr Fleisch zu nehmen, sie ins Schlachthaus zu schicken, ihre Kinder zu stehlen, sie zu degradieren, sie zu Ware zu machen. Also bist du jetzt vegan, richtig? Nee. Okay. Sagen wir mal, mit deiner Unlogik würde ich jetzt genauso argumentieren. Achtung, ich spiegel dir wieder deine Logik. Ich will jetzt deine Mutter so behandeln, wie du Kühe behandeln lässt, okay? Und zwar mit dem Argument, Pflanzen haben ja auch Gefühle, deswegen sperre ich jetzt deine Mutter ein und versklave sie. Was sagst du dazu? Ist das? Aber ich esse ja gar keine Schlachthof oder vom Laden. Wir haben ja unsere eigenen Schafe, die wir persönlich schlachten und nicht zum Schlachter schicken oder ja, so. Ja, ich schlachte deine Mutter ganz selbst, persönlich, mit meiner persönlichen Klinge. Und ich mache das mit dem Argument, dass Pflanzen angeblich auch Gefühle haben. Also darf ich jetzt deine Mutter schlachten, selbst? Du musst alles... Hallo? Hallo? Wege rein. Hallo? Hallo? Wie würdest du denn ein... Dein Mikro ist kaputt. Also du weichst der Frage schon wieder aus. Wie ein Tier geschlachtet wird. Du weichst schon wieder der Frage aus. Weißt du, du weichst schon wieder der Frage aus. Du weichst schon wieder. Ich kick dich jetzt, wenn du die Frage nicht beantwortest, ob ich deine Mutter wie das Schaf schlachten kann, weil Pflanzen angeblich auch Gefühle haben. Darf ich das oder darf ich das nicht? Ich habe gesagt, nein, darfst. Okay, aber erkennst du an, dass du dann einen Widerspruch hast? Aber Widerspruch? Erkennst du das an? Tier geschlachtet wird. Verstehst du, dass du dann einen Widerspruch hast? Verstehst du, dass du dann einen Widerspruch hast? Schon wieder? Ein Widerspruch? Oh, er ist gegangen! Ihr wisst, was das bedeutet. Der Müll, der bringt sich selber raus. Der Müll, schickt Tiere ins Schlachthaus. Der Müll, der bringt sich selber raus. Der Müll, sitzt auf den Pferden auf. Delay des Todes. Hab ich Delay? Oder habt ihr Delay? Nee. Ich hab kein Delay, oder? Der Schlauere gibt nach. Was war denn schlau? Eugen schreibt, da hat sich der Omni ordentlich blamiert. Das ist wahr. Ich hab kein Delay. Nur Jan Delay. Aber ist Reiten jetzt okay oder nicht? Nein, Reiten ist natürlich nicht okay. Warum sollte Reiten okay sein? Warum darfst du Tiere handeln? Warum darfst du sie als Sport- und Unterhaltungsobjekte verwenden? Warum darfst du auf den Rücken von Pferden aufsitzen und ihnen damit chronisch schaden? Warum darfst du Tiere zu Sportwettbewerben einschreiben, das für sie nur Stress und Lautstärke bedeutet? Warum darfst du Pferde dazu zwingen, über Sachen zu springen, obwohl sie diese Elemente nicht mal sehen und dazu gebrochen werden müssen, sich dabei verletzen können? Der Reitsport birgt nicht nur eine Verletzungsgefahr für Menschen, sondern auch für Tiere. Ich habe einen BME von 49, ich setze mich auf deinen Rücken. Alter, wirklich. Dieses eine Video, was von mir viral gegangen ist, wo ich die Reiterin kritisiert habe, die sich auf dieses Pferd gesetzt hat, die war ja übergewichtig. Also, das war so ein Ponypferd und die saß da wahrscheinlich mit ihren 80, 90 Kilo auf dem Pferd drauf. Das ist so asozial. Also ist eine Shoyoga auch nicht vegan. Ich glaube, Shoyoga hat sowieso, das war doch diese eine, oder? Die irgendwas mit Veganismus mal gesagt hat und dann vorgelesen hat und Peter Singer kritisiert hat. Ich habe kein Gesicht zu der. Ich habe das letzte Mal, glaube ich, schon gesagt. Ich weiß nicht genau, wer das ist. Aber ich glaube, ich habe da irgendwo mal einen Ausschnitt von einem Veganer gesehen, der diese Position kritisiert hat. Von der oder ihm, ich weiß nicht.
und hat Veganismus nicht ethisch verstanden gehabt. Und nein, es ist nicht vegan, Tiere zu handeln. Wenn du ein Pferd hast, um das du dich kümmerst, dass du pflegst wie ein Kind, dann ist das natürlich vegan und wunderschön. Aber ja. Meinst du das ernst? Warst du schon mal beim Psychologen oder in einer Klinik? Die können dir bestimmt helfen. Hast du auch ein Argument gegen meine Position? Oder kannst du mich einfach nur beleidigen, dass ich in die Klinik gehöre? Das finde ich nämlich schlimm. Wie war dein Essen? Ultra lecker, oder? Was? Warum hast du das gesagt? Das ist es doch nicht. Oh Gott. Ja, es sieht genauso, es schmeckt genauso. Es ist krass. Shoyoka ist noch wilder drauf wie du. Erstens heißt das als. Und ich kann mir nicht vorstellen, aber ich freue mich, wenn es noch extremere, konsequentere Menschen gibt in Bezug auf Tierrechte. Ich weiß es nicht, ich kenne Shoyoka nicht. Ich weiß es nicht, Tobi. Der Chat schreibt gerade, Shoyoka ist noch wilder drauf wie du. Falsch. Ja, das sowieso. Dann falsch. Ach, sorry. Oh ja, okay. Dankeschön. Vielen Dank. Oh, da ist sogar mehr drin. Ich habe ein Monster bekommen, das beste Monster. Ich glaube, das ist mehr als in dem Glas gerade drin, oder? Nein! Okay. Ich musste was von meinem Lieblingsmonster abgeben. Jetzt traue ich mal. Ja. An die Leute auf TikTok, wir haben gerade 600 Leute hier. Findet ihr, sollten wir Tiere respektieren? Dann schreibt mal eine 1, wenn wir den Bello hier respektieren sollen. Oder auch Kühe. Schreibt mal eine 1, wenn wir Tiere respektieren sollen. Sehr schön. Richtig viele Leute schreiben 1. Ja, jemand schreibt ja 1. Mhm. Und schreibt 2, wenn ihr sagt, dass Tiere nur Objekte sind. Tiere sind nur Objekte. 1 für, wir sollten Tiere respektieren. 2 für, Tiere sind nur Objekte. Dürfen wir behandeln, wie wir wollen. Ist egal. Ist ja nur ein Tier. So, und jetzt haben richtig viele von euch 1 geschrieben. Das ist sogar die häufigste Antwort, wird mir gerade von TikTok angezeigt. Wenn ihr findet, dass wir Tiere respektieren sollen, können wir jemanden respektieren und ihn ins Schlachthaus schicken? Passt das zusammen? Passt das zusammen, wenn ich dich respektieren möchte und dann stehle ich dir die Milch aus deinen Brüsten und dein Kind? Das passt nicht zusammen. Genau, und deswegen bin ich vegan geworden. Weil wenn ihr wirklich Tierrechte respektieren wollt, dass wir Tiere nicht als Ware verwenden, dann müsst ihr vegan leben. Guckt einfach den Film Dominion auf der Seite an, dann versteht ihr das. Und ich bin jetzt live auf Twitch, da diskutieren wir weiter über Tiere und Tierrechte. Und da zeige ich euch auch Bilder von den Industrien, die ich hier nicht zeigen kann. So. Genau, ich habe gerade von Brotkehlchen den Artikel zu Shoyoka und Antispeziesismus bekommen. Ich habe den, glaube ich, mal gelesen gehabt, deswegen habe ich kein Gesicht zu ihr. Ich weiß auch nicht mehr, was da drin stand. Ich glaube, nichts sonderlich Intelligentes. Hallo, Liberty. Jo, moin, hört man mich? Du bist sehr leise, Liberty, und du bist bei mir schon auf Anschlag. Ist es besser jetzt? Nee, also das ist zu leise. Da hört dich dann keiner auf TikTok. Ah, okay. Geht's jetzt besser? Nein. Nein, Liberty, du musst schreien! Ich bin schon super. Geht's jetzt? Hört man mich jetzt besser? Ein bisschen besser, aber red trotzdem laut, bitte. Okay. Also ich habe einfach nur 4 Punkte an dich, wenn das möglich ist. Hau raus. Ich hab eben gesehen, ein sehr junger, oder hier sind sehr relativ junge Leute in dem, oder viele kommen oder joinen und du behandelst sie halt wie Erwachsene und ich finde irgendwie, du solltest mehr Geduld mit den jüngeren Leuten haben, weil die recherchieren ja noch nicht so in die Tiefe, wie wir das tun, wenn wir älter sind. Du bist, glaube ich, zum ersten Mal da, also. Ich habe ein paar Streams geguckt und ja, das ist einfach nur so ein Punkt, den ich eben gemerkt habe mit einem von den jungen Zuschauern. Okay, also wenn jemand willentlich ist und selbst wenn er keine Ahnung hat und halt sehr jung ist, das ist etwas, worauf ich schon eingehe und dann halt ganz einfach erkläre. Wir hatten zum Beispiel vorgestern jemanden, der hat immer so süß Haferflockenmilch gesagt und der war vielleicht 14 oder so. Also, wenn ich lasse mich ziemlich auf das argumentative und sprachliche Niveau bemühe ich mich von meinem Gegenüber einzustellen, damit es nicht daran scheitert, dass sie ein Verständnisproblem haben. Aber viele Leute sind halt einfach wahnsinnig ignorant und der Reiter, der gerade da war, der kam ja nicht her, um was zu lernen oder für einen konstruktiven Austausch.
Ja, das stimmt. Nein, du hast halt viele von diesen Leuten. Bruder, jetzt bist du viel zu laut. Ah, okay. Sorry. Ja, ist gut. Ja, sicher habe ich viele von diesen Leuten. Ich habe ja ein recht teilweise junges Publikum auch, aber ich würde sagen, auf Twitch ist es relativ durchgemischt. Aber ich glaube, man erkennt auch an meinen Videos sehr häufig, dass so wie es in den Wald gerufen wird, kommt es auch zurück. Und ich bemühe mich immer unvoreingenommen in meine Gespräche zu gehen, außer natürlich bei disruptiven Reaktionen. Aber das mache ich eigentlich kaum. Also. Nein, ich sehe das ja schon. Ich habe es nur gerade irgendwie gesehen, der wurde, also, weil er wurde dann leise, weil er halt die Argumente nicht mehr hatte, weil natürlich mit den jungen Jahren hat man noch nicht so viele Argumente, manche halt mit älteren Alter auch noch nicht, aber du weißt, was ich meine, dass man darf, also, so ist es mir nur eben gerade aufgefallen. Ja, ich danke dir auf jeden Fall für deine Aufmerksamkeit und dass du es als wichtig erachtest, dass jeder die Botschaft versteht. Lass uns den Punkt abhaken. Meine nächste Frage Moment, ist, bevor du mir die nächste Frage stellst, kannst du mir bitte ein Pokémon sagen, was ich zeichnen soll? Oh, schon lange her, wo ich. Bei mir auch, deswegen ist es ja so lustig für mich. Mew. Na, hatten wir schon. Uff. Oh, ich hab jemanden Kangama versprochen. Ich habe keine Ahnung mehr, wie Kangama ausschaut. Also wird lustig. Ja, okay. Erzähl weiter. Nee, was sind deine. Oder was stellst du dir. Oder wie stellst du dich in 2 bis 5 Jahren vor? Also, wie entwickelst du dich in Bezug auf vegan jetzt weiter? In den nächsten 2 bis 5 Jahren? Hast du da irgendwelche Punkte? Oh, ich mag die Frage, weil das eine Frage ist, die mir selbst halt sehr am Herzen liegt. Und weil ich auch nicht weiß, was ich noch. Also. Bekanntheitsmäßig der Botschaft, glaube ich, kann ich nicht mehr viel mehr reißen. Ich werde weiterhin, entweder wenn sich TikTok weiter so entwickelt, werde ich weiterhin so versuchen, mindestens einmal am Tag ein möglichst gutes Video, wo ich über jemanden was erkläre, auf meinen Hauptkanal zu posten. Aber was mir gerade richtig Bock macht, ist mein Zweitkanal auf TikTok, der heißt Die Milde Veganerin. Und das soll nicht heißen, dass ich da irgendwie freundlich oder so irgendwie. Freundlich bin ich immer, finde ich. Dass ich da irgendwie die Botschaft verwasche oder lockerer darstelle und verharmlose, sondern dass ich versuche eben auf eine Art und Weise im Alltag, wo ich auch koche, aber wo ich trotzdem immer sehr ernst die Botschaft rüberbringe, das zu kombinieren. Das macht mir einfach Spaß, mich da so ein bisschen kreativ zu entfalten. Und ich glaube, das ist der Aktivismus, den die Tiere brauchen. Ein unterhaltsamer, kreativer Aktivismus, weil Straßenaktivismus-Videos, ich kann die nicht mehr hören, ich kann die nicht mehr sehen. Und ich habe auch das Gefühl, so geht es dem Internet mittlerweile. Okay. Ja. Und auf persönlicher Ebene, also sowas, du lernst mehr oder in irgendeinem Bereich dich halt weiterentwickeln oder denkst du, oder würdest du sagen, du bist schon sehr fortgeschritten in vielen Bereichen? Ich glaube, in persönlichen Persönlichkeitsentwicklung in dem Bereich. Ich glaube, das wäre eine unglaublich unreflektierte Aussage zu sagen, ich bin schon fertig, mein Charakter ist perfekt. Wären alle so wie ich, hätten alle guten... Ah, danke, Ikimel. Nein, Ich lerne, glaube ich, mehr über Sachen zu lachen und über Trolle zu lachen. Und ich glaube, ich kann mittlerweile sehr gut meine Gesprächspartner in sehr wenigen Fragen sehr gut in eine Schublade stecken und abarbeiten. Also es ist ja Fließbandarbeit, Tierrechtsaktivismus. Darin bin ich besser geworden, glaube ich. Ja, woran ich noch arbeiten möchte, ist... dass ich mich nicht so... Ich bin... Weiß ich nicht... Dass ich Projekte noch besser durchziehe, statt zu sagen, oh, das muss jetzt, das muss jetzt, das. Ich nehme mir zu viel auf einmal vor und dann bleibt manchmal was hängen und das stört mich, ja. Okay. Dann 2 Punkte hätte ich noch. Und dann, ich sehe irgendwie bei mir auch im Umfeld etc. den Trend halt des Vegetariers und der wird mir irgendwie häufig dargestellt als. Jetzt, also das machen halt diese Hipster oder diese, ne, die jetzt sich damit vielleicht die ersten paar Jahre auseinandersetzen, die werden dann Vegetarier und die stellen sich dann halt da, okay, ich bin jetzt im Endeffekt in Anführungsstrichen der bessere Mensch, weil ich halt Vegetarier bin, aber im Endeffekt sehe ich halt keinen Gegentrend, wo halt Leute, die sich dann vielleicht ein bisschen mehr auseinandersetzen mit dem Thema, sagen, hey, Vegetarier ist im Endeffekt dasselbe, als wenn du Fleisch isst. Und der Vegetarier wird halt dargestellt als so positiv. Und also ich hoffe schon, dass ich ein Gegentrend dazu bin. Du bist natürlich der Gegentrend. Ich werde ganz kurz angerufen und es kann sein, dass das eine Lieferung ist. Ich muss kurz ans Telefon. Es tut mir leid.
Hallo, ich bin wieder da, Entschuldigung. Jo, kein Ding. Wo waren wir stehen geblieben? Bei Vegetariern. Na, ja, Vegetarier sind Tierquäler. No. Und ich versuche das auch immer... Genau. Ich versuche das immer zu vermitteln. Also natürlich ist es wichtig, dass das mit jedem Einzelnen von uns anfängt, dass das jeder Einzelne kommuniziert. Hm, okay. Na, ich sehe da halt irgendwie einen Trend, weil natürlich, du bist zwar eine Größe in der Social-Media-Ecke, aber es gucken sich halt nicht alle in irgendeiner Weise. Nein, natürlich nicht, aber ich weiß nicht, wie man dann sonst entgegenwirken kann. Also Aufklärungsarbeit medial ist natürlich, ich glaube, einer der wichtigsten Aspekte, dass gesellschaftlich halt durchsickert, dass Vegetarismus immer noch enorme Tierquälerei bedeutet. Ich erinnere mich ziemlich genau vor 3 Jahren, als eins meiner ersten Videos viral ging, das war gegen so ein Mädel auf TikTok, die hieß Lisa Übelsbacher. Und die macht auch so super seichten, richtig dümmlichen Online-Lifestyle-Content. Und die hat dann so ein Video gepostet, wo sie mit ihrem Hund spielt und dann hat sie halt Eier gegessen und dann hat sie gesagt, als Vegetarier ist sie ja so tierlieb. Und das war eins der ersten Videos, wo ich eine Influencerin halt hops genommen habe. Genau, und dann habe ich, das ist halt irgendwie so klein viral gegangen, es hatte damals 60.000 Aufrufe, war halt richtig viel für mich und das war dann sogar in der Zeitung, weil sie dann so ein Video gemacht hat, so richtig erbärmlich, wo sie heulend da saß und geweint hat, weil sie das Opfer war, weil sie ja so eine Essstörung hat und deswegen ist das ja so schlimm, weil sie braucht unbedingt die Milka-Schokolade wegen ihrer Essstörung. Totaler Blödsinn natürlich und hat sich halt total als Opfer vermarktet und dann stand in der Zeitung, die radikale vegane Aktivistin kritisiert Lisa, weil sie, obwohl sie Vegetarierin ist. Und ich habe das Gefühl, dass Zeitungsartikel, die jetzt über mich und mit meinen Inhalten geschrieben werden, nicht mehr mit so einem Obwohl geschrieben werden würden, sondern schon irgendwo angekommen ist, dass das schon legitime Kritik an dem vegetarischen Standpunkt ist. Aber vielleicht ist das auch einfach nur meine Wahrnehmung. Hm. Also ich bin ehrlich, ich verfolge dich jetzt nicht super krass, man guckt immer mal rein so, ja. Weil ich jetzt auch schon länger in dem Bereich unterwegs bin und das, was du halt jetzt die ganze Zeit predigst oder halt, was du halt sagst oder wenn Leute halt reinkommen und du denen das erklärst, das ist für mich alles klar, aber ich sehe halt, wie gesagt, bei den jungen Leuten und so weiter, dieser Vegetarier, der wird halt irgendwie gerade super gehypt und viele gehen halt dann oder werden dann Vegetarier und sagen, ja, ich bin ja so tierlieb und deswegen bin ich Vegetarier. Hm. Und da denke ich mir immer so, ja Mensch, du bist eigentlich, also du fügst den Tieren eigentlich im Endeffekt genauso viel Leid zu, wenn nicht sogar noch mehr, als wenn du halt Fleisch isst. Ja, ich weiß halt nicht, was wir da machen können, um darüber noch mehr aufzuklären. Also ich habe sogar meine kleinen Jingles, Vegetarier töten Hühner und Küken, Kühe und Kälber, Vegetarier sind Tierschänder. Also ich bin immer gerne zu hören für kreative Aktivismusideen und nee, ich glaube, du machst halt schon viel, aber irgendwann, also ich könnte mir vorstellen, dass irgendwann auch so ein Bereich, ich will jetzt das auch gar nicht zu lang sagen, also dass man irgendwann so ein Maximum an seiner... Hallo, ich habe doch gerade gesagt, ich kann nicht telefonieren. Hallo? Okay, Last Point, gehen wir zum letzten Punkt. Ja. Machen wir den auch kurz, da müssen wir gar nicht so viel. Du bist halt sehr stark in der ethischen Debatte und so weiter. Habe ich zum Beispiel mit Vegan Gains und etc. gesehen. Fand ich auch gut, dass du im Endeffekt halt auch gesagt hast, dass bezüglich Reiten, also da war ich halt, also das fand ich halt gut, dass du halt bezüglich Reiten ihm da sozusagen gegengesprochen hast, dass er halt im Unrecht ist. Ja, jedenfalls Speziesismus. Kannst du mir da irgendwelche Tipps geben? Also wie ethisch, diese ethische Debatte, da bist du halt sehr gut und bei Speziesismus, Mann, das ist halt so komplex, dass ich mir da ich so manchmal frage. Ich kann dir schon mal den Tipp geben, dass es Speziesismus heißt. Spezies, okay. Genau. Ansonsten Tipps geben, also ich habe auf der Seite a3x.org, ich zeige dir das mal kurz, da habe ich sogar ein kurzes Video darüber gemacht. Was ist Speziesismus? Das ist direkt der dritte Punkt. Das geht 5 Minuten und das fasst einfach, was Speziesismus ist und vor allem den Zusammenhang mit anderen Diskriminierungsformen recht zackig zusammen. Wenn du dich damit noch recht oberflächlich auskennst, dann glaube ich, ist das auf jeden Fall mal ein guter Anfang. Genau.
Guck mal, okay. Jemand schreibt gerade hier in den Chat, Heiko-san, Vegetarier töten Tiere? Inwiefern? Magst du vielleicht Heiko-san erklären, warum Vegetarier Tierquäler sind? Jetzt stellst du mich bloß. Nein, also Vegetarier, nach meiner Auffassung, essen halt viel Milchprodukte und wir wissen alle, dass die Milchindustrie halt sehr connected mit der Fleischindustrie ist und ja, da halt sehr viel Leid dadurch zugefügt wird. Das ist so mein einziger Punkt, den ich jetzt so im Stream so erläutere. Okay, ich fasse es. Du kannst ja gerne noch ausweiten. Das mache ich aber, nachdem du da warst, erkläre ich das nochmal. Also Heiko-san, warte eine Minute, wir machen das noch fertig. Bist du hier sonst fertig oder hattest du noch irgendwas, was du sagen wolltest? Nein, vielen Dank. Okay, guck dir auf jeden Fall die Inhalte zum Thema Speziesismus auf der Seite a3x.org an. Und Gary Francione, das ist so ein Anwalt und Tierrechtsphilosoph, der hat auch einiges über Speziesismus geschrieben, was ich sehr lesenswert finde. Okay, ja, ich habe mich so ein bisschen damit auseinandergesetzt und ja, egal. Ja, mache ich. Okay, ciao. Gut, vielen Dank, ciao, ciao. Ja, also warum sind Vegetarier Tierquäler? In der Milch- und in der Eierindustrie werden diese Tiere genauso ausgebeutet wie in der Fleischindustrie und landen schlussendlich genauso am Schlachthof wie Fleischnutztiere. Also ob du jetzt eine Kuh isst oder ob du ihre Milch trinkst, kommt für das Opfer praktisch auf dasselbe raus. Der Leidensweg von den Milchkühen ist sogar sehr viel länger. Warum geben denn Säugetiere überhaupt Milch? Für ihre Kinder. Wir sind auch Säugetiere und die Kühe geben nur Milch, weil sie schwanger werden. Das heißt, jedes Jahr in der Milchindustrie werden diese Kälber den Müttern weggenommen, nachdem die Kühe vergewaltigt wurden, mit abmasturbierten Bullensperma injiziert wurden. Und dann wird ihnen jeden Tag an ihren Zitzen werden sie befummelt. Das ist sexuelle Belästigung jeden Tag, den sie erdulden müssen. Und wenn die Kuh nicht mehr genügend Milch gibt oder aus sonstigen Gründen nicht mehr wirtschaftlich rentabel ist, dann werden alle Kühe in der Milchindustrie praktisch ermordet, die Kälber werden ihnen sowieso weggenommen jedes Jahr. Das ist ein unglaubliches psychisches und physisches Trauma für sie, die Geburt und auch das Kälberstehlen danach. Die sind ja eigentlich Herdentiere. Aber nachdem du als Vegetarier an die Milch möchtest, wird das Kälbchen weggesperrt in ein sogenanntes Kälber-Iglo. Und dort ja, stehen die für einige Wochen, bis sie entweder zu einer anderen Milchbauern verkauft werden oder als Fleischkälber getötet werden, als Kälber noch. Also die Kalbsfleischindustrie ist die Milchindustrie. Okay, Heiko-san, du bist hergekommen, kann man sehen, wie man möchte. Ich weiß nicht, wie ich es dir detaillierter erklären kann. Wenn du tatsächlich und aufrichtig nicht wusstest, was für Vegetarier passiert, dann weißt du es jetzt und dann hast du jetzt keine Ausrede mehr, weiterhin entweder Vegetarier oder Nicht-Veganer zu sein. Nicht-Veganer sind halt einfach Tierausbeuter. Das ist die Definition davon, dass man das Recht von Tieren nicht respektiert, nicht ausgebeutet, nicht als Ware verwendet zu werden. Das ist halt einfach pervers. Und in der Eierindustrie ist so das gleiche Prinzip. Die ganzen Hennen werden ihr Leben lang, 1 bis 2 Jahre lang, eigentlich könnten die bis zu 10, 14 Jahre alt werden, werden sie meistens in solche Legehennenbetriebe gestopft. Das ist ein schöneres Wort, ein Euphemismus im Endeffekt für ein KZ, wo sie so auf Hochtouren gezüchtet werden, dass sie fast täglich ein Ei legen müssen, was für ihre Körper wahnsinnig belastend ist. Und schlussendlich nach 1, 2 Jahren haben sie einfach ihre geplante Obsoleszenz erreicht. Dann sind sie nach dieser ganzen Eierlegerei entweder an einem Ei, das sich septisch verfängt, in der Kloake sterben sie, oder sie werden am Schlachthof auch getötet. Und die männlichen Küken, ist uns, glaube ich, allen mittlerweile klar, werden entweder getötet, indem sie entweder vergast, geschreddert oder zerdrückt werden, oder sie werden in der Eierindustrie zu Verschleißhühnern, zu männlichen Bruderhähnen aufgezogen und nach wenigen Wochen getötet. So, so werden diese Tiere gesext, also in Geschlechter sortiert. Am ersten Tag ihres Lebens wachen sie praktisch in dieser Brüterei auf, werden in männlich und weiblich sortiert. Und wer solche Videos und Bilder noch nie gesehen hat, die ich gerade auf Twitch zeige für meine TikTok-Leute, schaut euch einfach den Film Dominion auf der Seite a3x.org an. Dann wisst ihr Bescheid. Genau, so ist das. Also, wer das gesehen hat, wer von uns im Chat Vegetarier war und diese Bilder, die ich jetzt auf Twitch zeige, die ihr hier seht, gesehen hat, der kann halt nicht mehr länger guten Gewissens sagen, für Vegetarier werden keine Tiere getötet oder ausgebeutet. Es ist einfach im Endeffekt die gleiche Tierquälerei, nur mit anderen Namen. Es ist ekelhaft, ja. Ekelhaft. Okay. Oh, Miko Misanthropik, die freue ich mich zu hören. Die hat mit mir auf Instagram geschrieben. Hallo Miko.
Warte. Hi. Hört man dich? Ja, man hört dich. Hi. Hi, Raphael. Na, wie geht es dir? Mir geht's ganz gut. Ich glaube, aber ich habe Kengama richtig vermasselt, weil ich habe den mit Sandama verwechselt und ich weiß nicht mehr, wie Kengama aussieht. Hatte Kengama nicht sogar ein kleines Känguru-Täschchen, wo noch ein kleineres Kengama drinnen sitzt? Ich glaube schon. Genau. Schau, okay, jetzt habe ich mich doch an was erinnert. Deswegen hieß der ja Kengama, ne? Mhm. Okay, und wie geht's dir, Miko? Oh, nicht so gut. Oh nein, warum? Ja, ich bin in der Psychiatrie. Und da hast du Internet? Ja, mobile Daten. Darfst du gerade hier online sein? Ist das gut für dich? Ich denke mal. Darfst du oder darfst du nicht? Natürlich. Lügst du? Nein. Na, hoffentlich nicht. Ja, okay, tut mir leid, dass du in der Psychiatrie bist, aber ist doch besser so, wenn du Hilfe brauchst. Genau. Okay, wie kann ich dir helfen? Auch heute Morgen hatte ich gar nichts zu essen. Ja, das ist blöd. Hast du nicht jemanden, der dir vegane Sachen bringt? Also ich habe gefragt, ob die vegane Sachen haben. Ja, müssen wir erst bestellen. Ja, dann sollen sie für dich bestellen. Die würden ja für Allergiker genauso bestellen. Also hoffentlich hast du morgen ganz gutes veganes Essen, Miku. Ja, ich hatte es ja vor ein paar Jahren schon mal mit vegan sein probiert. Das hat nicht so gut geklappt. Aber jetzt so habe ich durch eure Videos gemerkt, so, das ist falsch, was ich mache. Ist aber schön. Und was hat dich schlussendlich davon überzeugt, dass nicht vegan sein falsch war? Dass ich Tiere liebe. Das ist schön. Aber muss man Tiere lieben, um sie nicht zu versklaven? Nee. Nee, man muss sie nur respektieren. Genau, respektieren. Aber ich glaube, das ist vielleicht für mich eine gute Möglichkeit. Ja, um was zu tun? Genau. Und ich weiß halt noch nicht, wie ich anfangen soll. Ich will vielleicht auch noch Online-Aktivismus machen. Ja, Online-Aktivismus ist auf jeden Fall ein guter Einstieg, um einfach mal die Argumente kennenzulernen. Und prinzipiell zieh dir einfach möglichst viel veganen Content rein und dann überleg dir, in welche Nische du deine Fähigkeiten einbringen möchtest, um den Tieren zu helfen, weil egal, was du besonders gerne magst und kannst, da brauchen dich die Tiere. Und ich habe wirklich gar keine Ahnung mehr, welche Farbe Kengama hatte. Ich habe wirklich keine Ahnung. Kengama Julius, süß, ist der braun oder bläulich? Ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, braun. Dass der braun. Okay, war das nicht Sandama? Sicher? Okay. Sandama war gelb. Okay, gut. Glaube ich dir. Aber sieht gut aus, ja. Oh, danke. Ich habe wirklich keine Ahnung mehr. Ich muss mir das herbeileiten wieder aus alten Erinnerungen. Ja, den Pulli, den würde ich mir auch voll gern bestellen, aber keiner in meiner Familie will mir den kaufen. Das ist scheiße. Das ist nicht nett von der Familie. Sie meint den Pulli von uns, weil sie hatte bei uns schon bestellt. Die Miko. Genau, das T-Shirt. Das T-Shirt hattest du bestellt, gell? Das habe ich auch gerade an. Du brauchst den Pulli, aber weil es kalt ist jetzt. Nein, brauchst du gar nicht. Ich hoffe, deine Familie unterstützt dich bald. Wo ist denn der Pulli? Da ist der Pulli. Der ist sehr kuschelig. Der ist sehr kuschelig. Kauft euch den Merch. Kauft euch Merch. Vielen Dank, dass du mich unterstützt. Vielen, vielen Dank. Ihr findet den Link zum Merch unten. Und danke für den Support. Und ich wünsche dir bald, hast du das Geld für alles an Merch oder für die Tiere, was du haben möchtest. Vielen, vielen Dank für deinen Support. Ich mache auch bald nochmal einen Werbepost. Oh, wie süß von dir. Übernimm dich nicht. Wenn du jetzt gerade in der Klinik bist, dann sollst du erstmal gesund sein. Und dann geht's uns allen wieder gut. Ja, auch gerade, da war Kaffee drin, Kaffee und Kuchen. Und da hat auch einer gesagt, so,
ich soll nicht vegan sein. Fleisch schmeckt doch gut. Krass. Das hätte mich auch sofort überzeugt. Aber gute Sache. Mir schmeckt ihr Leid halt nicht. Aber ich habe jetzt auch so eine coole Bauchtasche entdeckt. Da sind so ganz viele kleine Tiere. Drunter steht da Friends Not Food drüber. Den Spruch mag ich überhaupt nicht. Aber wenn er dir Spaß macht, dann ist das schön. Aber Tiere sind ja nicht unsere Freunde, sondern wir sollen sie einfach nicht als Sklaven missbrauchen. Mhm. Dann hole ich mir lieber eure Tasche. Finde ich sehr vernünftig. Aber du musst das für dich selbst entscheiden. Ich wünsche dir auf jeden Fall einen wunderbaren veganen Tag und lass dich nicht unterkriegen und gute Besserung. Und noch viel Spaß beim Stream. Danke, ciao. Tschüss. Süß. So, habe ich Kengama richtig verbockt oder habe ich Kengama richtig verbockt? Ich glaube, den kleinen habe ich gut hingekriegt. Und ich hatte noch irgendwie im Kopf, dass er so Metallpanzer drauf hat. Aber ich habe schon, bessere Pokémoner gezeichnet, glaube ich. Naja. An die Ohren hatte ich mich gar nicht mehr erinnern. Aber der Kleine ist so süß. Ich finde auch meinen süß, muss ich sagen. Der macht mich glücklich. Doch, der ist cute geworden. Der hat einen Schwanz, scheiße, habe ich voll vergessen. Naja, wir haben es versucht, Der wird auch gespeichert. Kengama. So, ich brauche das nächste Pokémon, bitte. Und wir nehmen Alex dran. Hallo, Alex. Hallo. Hallo. Hörst du mich? Ja. Ich wollte hier mich bedanken, weil ich wegen dir vegan geworden. Auf Ehre, auf Ernst. Ja. Wegen dir. Boah, das ist Blut und ich noch in Hamstern ein und patzen. Ich muss Fische zum Masturbieren. Du kleine Bitch, Digga. Ich war in Kuhblut. In Kuhblut werde ich in Kuhblut. Was? Alex, ich liebe es. Liebe das Kuhfleisch, du Bitch, Digga. Okay. Kann meine Eier lecken, du Schlappe, Digga. Mach weiter deine Videos da. Was hast du gedacht? Alex, wenn du jemanden trollst, ist es unpraktisch und nicht sonderlich energieeffizient und ökonomisch, wenn man dabei die Hälfte der Beleidigungen nicht versteht. Also das nächste Mal musst du dich bemühen, dass du einfach dein Mikrofon am Anfang schon richtig eingestellt hast. Am besten steckst du es nicht ins Klo. In Kuhblut warte ich, du kleine Bitch. Okay. Wie kommst du hier raus? Was ist jetzt dein Argument gegen mich? Meine Essen ist Schokolade. Okay, Alex. Meine Eltern haben einen Schlachthof. Jeden Tag mache ich das, du kleine Bitch. Alex, was ist jetzt dein Argument dafür? Okay, ich habe ihn nicht gekickt, möchte ich festgestellt haben. Ich habe ihn nicht gekickt. Ich hätte mich mit ihm unterhalten. Ich als kleine Bitch, ne? Aber er wollte nicht. Aber er hatte richtig gute Argumente, ne? Er hatte richtig gute Argumente. Ist das heilbar? Ich glaube nicht. Manuelsen, Zitat, Lackwert Manu, und ich weiß nicht, wer das ist. Alex Hartmann, Alex. Er hat sich ein bisschen in die Krise geredet. Ein bisschen. Gibt es hier kurze Haare-Rabatt? Ich weiß nicht, was das heißt. Mein Haarschnitt ist gratis. Der war richtig eloquent. Ja, Kamikaze. Ein richtig typischer Kapitalist, würdest du sagen. So, schauen wir mal, ob der nächste mehr am Kasten hat. Langsam und deutlich, sagt Veganeo schon. Sehr richtig. Schön, dich hier wieder zu sehen. Hallo. Hört man mich einigermaßen? Ist die Verbindung okay? Ja, du kannst jetzt anfangen, mich zu trollen. Dich verstehe ich wenigstens. Ja, das ist nett, aber dafür bin ich nicht da. War sehr verstörend gerade eben, was passiert ist. War schon Anfall. Ja, ich habe verschiedene Videos von dir gesehen, oder beziehungsweise wo du auch dabei warst, zum Beispiel auch das mit Markus Rühl. Das habe ich mir angeguckt und das hat mich lange zum Nachdenken gebracht. Und deswegen habe ich einfach mal gedacht, ich erlaube mir jetzt auch mal, dafür ist es ja hier reinzukommen.
Und ich bin auch ein bisschen aufgeregt, muss ich dazu sagen. Nur die Ruhe. Ich suche mittlerweile mein neues Pokémon aus und du erzählst mir einfach von den Gedanken, die in deinem Kopf passiert sind, seitdem du das gehört hast. Genau, also ich habe mir lange darüber Gedanken gemacht, warum die diese Argumentenqualität, mit der du ja konfrontiert bist, warum die so unfassbar schlecht ist. Also es ist ja so, dass du ja teilweise auch auf der philosophischen Ebene, also bei Marcus Will war es halt eben so, dass du angefangen hast, erstmal den Begriff Speziesismus zu erklären. Und es ist ja so, dass dann irgendwelche Gegenargumente, also Argumente in Anführungszeichen gefunden werden oder gesagt werden, die ja aber eine so miserable Qualität ja haben. Also, und ich habe mich einfach gefragt, ist es wirklich, also wenn du jetzt das mal so selber reflektieren musst oder machst, gibt es mal auch den Moment, wo du das Gefühl hast, okay, da ist zwar jemand vor dir, der nicht vegan ist, aber der einigermaßen vernünftig argumentiert. Also das wollte ich mal von dir wissen. Also ich definiere Vernunft danach, ob jemand logischen Gedankensträngen folgen kann. Und das konnte ja Markus Rühl einfach an sich nicht. Also der hat nicht verstanden, wenn man ihm Widersprüche aufgezeigt hat. Und der ist auch nicht auf die Punkte tatsächlich eingegangen, die ich in Frage gestellt habe. Ein gutes Beispiel wäre, als ich ihm eben Speziesismus erklärt habe und dann war er so, aber in einer Notsituation würde ich auch Hunde essen. Das verändert ja den Rahmen in eine Notsituation, wo ich sogar auch Menschen essen würde. Aber also er ist dann ja offensichtlich nicht darauf eingegangen, dass er im Alltag niemals in der gleichen Gegebenheit wahrscheinlich einen Hund oder einen Menschen essen würde. Das heißt, er ist einfach, Markus Rühl hat meiner Meinung nach Demenz und das ist natürlich jetzt eine ganz vorsichtige Diagnose, also nicht wirklich eine Diagnose, sondern eine Einschätzung, dass er teilweise demenzähnliche Züge in seinen Gesprächen hat, glaube ich, kann ich so vorsichtig formuliert stehen lassen. Aber ob ich vernünftige Leute habe, ja sicher, also vernünftige Debatten heißt ja einfach, dass du mit jemandem im Austausch bist und bereitwillig bist, deine Argumente mit seinen auszutauschen und dann einfach schauen, welche logisch Sinn machen und welche Hypothese schlussendlich kapitulieren muss. Also sowas passiert ja. Und beispielsweise bin ich in letzter Zeit und neulich wieder von jemandem, der Kapitalismuskritiker ist, kritisiert worden und muss auch meine Punkte überdenken und Das gehört doch dazu, dass wir uns dann halt hinterfragen bei manchen Aspekten. Und das ist doch das, also Vernunft bedeutet halt einfach, dass jemand, selbst wenn er nicht vegan ist, mit mir zumindest logisch diese Punkte aufarbeiten kann. Und das passiert immer wieder, aber meistens sind das dann Leute, die auch selbst vegan werden oder anerkennen müssen, dass sie nicht vegan werden, aber dass Veganismus im Recht ist. Ja, also genau, richtig. Du bist ja auch oft auf der Straße und stellst dich da verschiedensten Leuten. Und mich würde wirklich, also das, weil das, da bin ich einfach ein neugieriger Mensch, mich würde so interessieren, ob da auch mal jemand kommt, der wirklich gebildet ist, der zum Beispiel sagt, okay, ich habe mich mit Peter Senge auseinandergesetzt, ich habe mich mit dem Präferenzutilitarismus auseinandergesetzt, ich habe mich mit Speziesismus auseinandergesetzt. Argumentiere jetzt zum Beispiel aus der Sicht eines Philosophen, der vielleicht hedonistischer ist, oder ich kritisiere sozusagen oder erkenne den Speziesismus an, habe aber vielleicht noch andere Lebensweisen oder andere philosophische Argumente, die dann wirklich irgendwie etwas haben, wo du sagst, okay, ich bin zwar nicht deiner Meinung, aber da gibt es, also kommt das in der Straße mal vor oder hat man wirklich nur 100 Mal derjenige, der dann sagt, ich esse jetzt doppelt so viel Fleisch, damit ein Vegetarier sinnlos ist, oder ich mache es einfach, weil es mir schmeckt oder so. Also diese Argumentenqualität, die ist ja so unterirdisch, also was ja auch eben, man sieht ja auch bei TikTok so Ausschnitte von dir und da gibt es ja so oft so Leute, die dann einfach sagen, ja, weil es mir schmeckt und so. Aber gibt es wirklich auch Leute, die dann versuchen, irgendwie dagegen anzuhalten, aber auch wirklich mit rationalen und halbwegs vernünftigen Argumenten, oder ist das wirklich mega selten?
auf der Straße begegnet mir das eher selten. Die Gespräche, die ich mittlerweile führe, sind meistens eben Jugendliche, die mich erkennen. Aber zum Beispiel gestern war Sonntag, da sind weniger Jugendliche und mehr so Touristen oder ältere Leute einfach spazieren. Aber selbst unter der normalen Bevölkerung gibt es ja recht wenige Leute, die sich von vornherein, ohne dass sie mich absichtlich aufsuchen, mit genau den genannten Philosophen auseinandergesetzt hätten. Also das Bildungsniveau, was Debatten und Philosophie betrifft, ist in Deutschland sowieso unterirdisch. Das wird ja, jedes Streitgespräch ist automatisch schlecht und Debatten sind generell etwas, was Leute nicht haben wollen, weil das sehen sie direkt als Streit. Das ist die Ausnahme schlechthin. Ich hatte eigentlich sehr selten und wenn dann eher so auf Discord hier, weil dann sind die Leute halt gezielt mit der Vorbereitung gekommen, dass die eben meinen, ja, das stimmt ja schon alles, aber es ist halt nicht die menschliche Essenz und haha, Edge Badge. Das ist halt meine Präferenz, utilitaristische Weise und im Endeffekt lässt sich, also das Stärkste, was man gegen Veganismus sagen kann, ist wahrscheinlich, dass Moral subjektiv ist und dass es keine Ethik gibt, die vollkommen konsistent ist. Aber selbst da kann ich trotzdem entlang der Moral meines Gegenübers arbeiten, weil selbst wenn die Ethik niemals komplett konsistent sein kann, kann ich auf Basis des moralischen Rahmens meines Gegenübers, dass er das ja niemals Menschen antun würde, arbeiten, ob er dann in sich selbst konsistent ist. Und das, also ich hatte dann jetzt noch nie so ein Gespräch, wo ich mir gedacht habe, weißt du, bei dem, eine Zeit lang war es so mit diesem, ja, aber eine Kuh im Jahr versus ihr baut was an. Das hat mir eine Zeit lang viel zu denken gegeben. Was ich da aber sehr lang ausgeblendet habe, war, dass es ja nicht nur die Tötung der Kuh bedeuten würde, sondern dass die Kuh ja ewig lang auf Wiesen steht, dass sie selbst Gräser isst, wo Insekten drauf sind, dass auf diesen Feldern andere Tiere sterben. Also man kann dann nicht einfach nur plump einen Tod versus all die Feldtode rechnen, die gegebenenfalls bei der Ernte entstehen, sondern man muss ja auch alle anderen Tode, die zu dem Entstehen der einen Kuh, die man töten kann, obendrauf noch rechnen. Und dann ist man wieder bei einer plumpen Leichenzählerei. Und selbst wenn dann eins mal mehr als das andere wäre, was so kaum nachweisbar und absolut unsinnig ist, nachhaltig gesehen, ist es ja trotzdem noch die ideologische, intentionale Frage, auf was für eine Welt wir zusteuern wollen. Also das war eins der stärksten Punkte, die ich mittlerweile wahrscheinlich auch im Schlaf widerlegen könnte. Also. Okay, also das ist auf jeden Fall schon mal nett, dass du mir das beantwortet hast, weil ich habe nur so gedacht, dass das Frustpotenzial bei dir muss ja auch eigentlich so ein bisschen hoch sein, weil das ist ja oftmals so wie, man sagt ja immer dieses Bild, egal wie gut man gegen eine Taube Schach spielt, am Ende wird sie einfach über das ganze Feld laufen und alles umschmeißen und denken, sie hat, oder derjenige hat gewonnen. Und denken, sie hat gewonnen. Scheiße, genau das ist es. Ich habe diesen Spruch noch nie gehört, aber vor allem dieses und denken, sie hat gewonnen, ist wirklich, also das ist das Schlimmste, wenn man richtig doofe Leute, die ignorante Bastarde sind, wenn man die einfach zerlegt, wirklich in debattentechnische Schutt und Asche legt und sie auch noch denken, dass sie dann gewonnen haben, weil ich aus dem Gespräch weggehe. Jetzt hat sie keine Argumente mehr. Das macht das macht mich wütender, als wenn jemand sagt, du dumme Drecksfleischfotze. Das ist viel schlimmer, wenn jemand dann auch noch dieses Unrechtsgefühl, mit dem man dann verbleibt, ist schlimm. Ja, und das dachte ich jetzt eben auch bei dem, der jetzt vor mir da war, dieser Alex oder wie er da hieß, der wird sich, solche Leute denken sich dann noch, sie haben jetzt irgendwie was Geiles gemacht oder der habe ich es jetzt mal gezeigt oder so, obwohl das ja viel mehr über die Person aussagt, die sowas macht, als über alles andere. Das waren einfach nur so die Punkte, die mir da durch den Kopf gegangen sind, die mir jetzt auch gerade einfallen. Ich bin da irgendwie furchtbar nervös gerade, aber auf jeden Fall danke, dass ich mal mit dir sprechen durfte. Ich kann dir nur von mir aus sagen, es ist sehr angenehm, sich mit dir auszutauschen, selbst wenn du noch nicht vegan wärst, wenn du mit so einer Interesse hier reingekommen wärst. Ist das schön, doch mal so zu quatschen und du brauchst nicht nervös sein. Aber bist du jetzt komplett vegan? Habe ich das richtig verstanden? Oder habe ich das fehlinterpretiert? Nein. Genau vor der Frage hatte ich eigentlich Angst. So ein bisschen. Also Angst muss ich ja nicht haben, aber Die Tiere schon, ja, da gebe ich dir hundertprozentig recht. Es ist halt
Ja, ich bin halt zu schwach und zu dumm und zu okay, jetzt eingefahren in meinen Mustern. Also ich will jetzt nicht irgendwie den irgendwie jetzt den Selbstmitleidenden, aber ich weiß, dass Veganismus der richtige Weg ist. Ich habe das sozusagen in der Theorie verstanden und muss einfach an mir arbeiten, dass ich das auch in der Praxis umsetze. Dann lass uns doch mal weg von dem Warum, weil da kann ich ja nicht mehr wütend werden, und hin zu dem, was ist es im Alltag, was so schwierig ist, und wie kann ich dir helfen, das einfacher zu gestalten? Was ist deine größte Schwierigkeit im Alltag? Weil, dass du dumm bist, das darfst du dir nicht mehr einreden, das geht nicht. Okay, das ist schon mal nett. Also ich denke mal, der Hauptgrund ist halt eben, dass ich mit Menschen, also das sind verschiedene Gründe, aber alles darf eigentlich keine Ausrede sein, das weiß ich auch selber, dass ich erstmal mit Menschen überall zusammenlebe, die halt auch alle Fleisch essen. Das, wie gesagt, das ist für mich keine Ausrede, aber wenn alle um mich herum... Wir sind schon über den Punkt hinweg, du musst nicht mehr sagen, das ist für mich keine Ausrede. Das ist uns schon klar. Okay, dann lass uns doch wenigstens versuchen, es dir einfach einfacher zu gestalten, danach zu leben. Weil wenn ich sage, ich weiß, dass Sport für mich gesund ist, aber ich schaff's trotzdem von meinem Energielevel nicht, jeden Tag zum Sport zu gehen, weil mein Fitnessstudio 20 Kilometer entfernt ist, dann werde ich dir Tipps geben, wie du dir Laufschuhe besorgst und ein Home-Gym aufbaust. Und genauso möchte ich dir jetzt helfen, dass du nicht jeden Tag 20 Minuten in dein ethisches Gym zum Veganismus fahren musst, sondern wie du es, also du musst das nicht mehr sagen, sondern ist es einfach zu Hause, kriegst du blöde Kommentare? Ist es die Logistik des Einkaufs? Was ist es konkret? Kannst du das schon konkretisieren? Ja, also wahrscheinlich ist es so zu, ich sag mal, 70-80%, dass ich erstmal ein Gewohnheitstier bin. Also das ist aber auf allen Lebensbereichen. Ich habe immer unglaublich viel Schiss, was in meinem Leben zu verändern. Deswegen arbeite ich auch über 10 Jahre schon in der gleichen Firma und solche Dinge, also Umzüge und solche Sachen, die fallen mir alle allgemein sehr schwer. Das heißt, so eine Ernährungsumstellung ist vielleicht für die anderen, sagen dann, ja, okay, das ist eine Sache, die muss man einfach angehen. Aber für mich in meinem Kopf oder für mich selber sind das halt so Sachen, ja, ich muss einfach starten, aber dieser Start ist halt irgendwie so, wenn ich das dann erstmal machen würde, dann glaube ich, würde es mir auch gar nicht so schwer fallen, aber ich kann das tatsächlich nicht besser beschreiben, auch wenn du vielleicht damit jetzt nicht viel anfangen kannst. Doch, so ein bisschen schon. Ich glaube, was Menschen wie dir besonders hilft, sind diese Ersatzprodukte, weil du nicht deine alten Gewohnheiten oder Zubereitungsmuster loslassen musst und trotzdem den gleichen Genuss hast, ohne dass du viel anders machen musst. Kannst du dir vorstellen, dass du es einfach damit die Überbrückungszeit machst, bis du dich an die Wahrhaftigkeit der Umstellung gewöhnt hast? Ja, das wäre auf jeden Fall ein guter Weg. Also dass ich das einfach alles mal ausprobiere und dann merke vielleicht, was mir davon schmeckt und was halt eben vielleicht eher weniger. Und das wäre, sag ich mal, vielleicht so der erste Schritt, da hast du recht. Also ich müsste einfach immer wieder vegane Rezepte ausprobieren, und umso mehr ich dann ausprobiere, umso besser für mich. Also, ja, das ist in der Theorie natürlich alles schön und gut, aber dir ist das in der Theorie ja schon bewusst. Deswegen, es geht mir nicht darum, dass du dich jetzt durchprobierst, bis du die Rezepte gefunden hast, die du dann im Alltag machen kannst und mit denen du dich wohlfühlst, sondern dass du auch unabhängig davon, ob du jetzt schon irgendwelche krassen Rezepte kennst, du brauchst nichts Krasses kochen können, ich kann auch nicht krass kochen, dass du einfach das, was du eh jetzt schon isst, 1:1 die vegane Version kaufst. Es gibt ja mittlerweile von jedem Scheiß, was isst du denn gerne in der Früh zum Beispiel? Also in der Früh esse ich zum Beispiel meistens Knäckebrot und dann mit körnigem Frischkäse. Oder ja, guck, und es gibt veganen Frischkäse. Der ist zwar nicht körnig, aber es gibt veganen Streichfrischkäse. Das kann man doch einfach stattdessen draufschmieren. Du musst kaum was umstellen, das meine ich eben. Dass du einfach, selbst wenn die teilweise ungesünder sind tatsächlich, weil die weniger Proteine und meistens mehr Fett haben, genau solche, vor allem Käse, weil vegan ist ein Bullshit. Aber für so eine Umstellungszeit kann das halt super sein. Ja. Und ja, dass du trotzdem eben nicht mehr die anderen kaufst, weil das ist ja nicht okay, sondern dass du einfach nur, bis du dich wirklich dran gewöhnt hast, an deine neue Identität, ich bin jetzt ein Veganer, dass du einfach nur bis dahin eine Woche lang von mir aus nur von so einem Ersatzfraß lebst und sich weder dein Auge noch dein Gaumen groß umstellen muss. Ja, das stimmt. Dann ist der Schritt auf jeden Fall nicht so groß für mich. Da genau, hast du recht. Ich weiß es nicht, aber ich hoffe es. Ein produktiver Vorschlag. Nee, das ist auf jeden Fall ein konstruktiver und produktiver Vorschlag. Definitiv.
Ja, und langfristig würde ich niemandem empfehlen, sich nur von veganem Ersatzproduktzeugs zu ernähren. Also es gibt welche, die sind gesünder, welche, die sind ungesünder, aber allgemein, ja, aber kurzfristig ist das super. Und deswegen finde ich das auch so super, dass es diese gesamten veganen böse Kapitalismus gibt, weil es den Leuten einfacher gestaltet, ihre alten Gewohnheiten und Traditionen nicht aufzugeben. Ja, das stimmt, das stimmt. Ja, das ist halt eben so dieses, es ist so dumm, das Argument des Traditionsmäßige, aber ich merke dann an mir selber, ja, dass es trotzdem irgendwie dadurch, dass ich so aufgewachsen bin, ich bin jetzt 30 Jahre alt, kürzlich geworden, und ja, das ist halt eben so, gut, für mich ist es auch nicht das Hauptthema, ne, meines Lebens, das Veganismus, das für dich wird es das Hauptthema sein, aber ich denke mal, es ist auf jeden Fall ein wichtiges Thema und ein nicht zu verachtendes Thema, und ja, das muss ich vielleicht dazu sagen, für dich zur Einordnung oder wie auch immer. Ja, ich kann dir noch und allen, die gerade zuhören, die jetzt auch umstellen wollen, empfehlen, ihr geht auf die Seite vom Tobi, derveganist.com, und dann klickt ihr auf Fitness, und da gibt's von ihm eine vegane Einkaufsliste, wo ihr einfach draufklickt und die habt ihr, und dann steht die vegane Ernährungspyramide da, also evidenzbasierte, nicht Schwurbel-Schwurbel-Ernährungspyramide, und dann steht hier einfach recht übersichtlich, und wir bearbeiten die nächsten Tage auch nochmal durch, weil hier die Reihenfolge geändert werden muss, weil Hülsenfrüchte sind zum Beispiel nicht so eine gute Proteinquelle wie Sojaprodukte oder Seitan, Tempeh. Aber hier könnt ihr schon mal schauen, was man Vernünftiges einkaufen kann, und das wird auch regelmäßig geupdatet. Ich sage euch das dann auch immer im Twitch. Den Protein-Guide, den habe ich jetzt vorgestern fertig gemacht, den habe ich mit Tobi auch nochmal überarbeitet. Der zeigt euch wirklich ein paar Daumenregeln zum Thema, wie bleibe ich mühelos fit, wie kriege ich mühelos meine Proteine, was ist überhaupt vegane Proteine, die Vorurteile gegenüber und Mythen um vegane Proteine könnt ihr euch auch runterladen. Und ihr findet hier auch, Momentchen, war das da, einen Beispielernährungsplan für 2700 Kalorien, also für Leute, die Sport machen und sich im Alltag bewegen, wäre der zum Beispiel gut. Auch vom Tobi bearbeiten wir auch die nächsten Tage. Aber das kann vielleicht helfen, dass du dich einfach daran hältst. Ja, ja, definitiv. Was mir gerade einfällt ist, ich habe auch mal einen TikTok gesehen, ich weiß aber nicht, ob das jetzt von dir oder von wem das war. Da hat jemand in ChatGPT geschrieben, erstell mir einen veganen Ernährungsplan für eine Woche und auch gleichzeitig eine Einkaufsliste dafür. Ja, sicher. Man muss also die ganzen Tools verwenden. Ja, super. Genau. Ja, da wollen ja sicherlich jetzt auch noch andere mit dir sprechen. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank, dass wir ja so vernünftig miteinander reden konnten. Und ich wünsche dir alles Gute und ich arbeite an mir. Ich wünsche dir einen schönen veganen Tag, Andi. Jeden Tag, den du nicht vegan lebst, bist du für das größte Massaker auf diesem Planeten verantwortlich. Und das ist nicht in deinem Sinne. Alle Veganer bereuen nur, es nicht früher gemacht zu haben. Alles Liebe. Jo, danke dir. Nett, helfend und mild heute. Was soll ich mit jemandem diskutieren, der schon alles verstanden hat, der einfach nur sagt, hilf mir, ich krieg's nicht hin. Also da bin ich nicht gern jemand, der den dann einfach zusammenbrüllt. Das halte ich nicht für hilfreich. Veganophil, vielen, vielen Dank für 10 Monate Sub. Craftkin, danke, dass du zwischendurch an ArioStream dein Abo verschenkt hast. Ich danke dir. Der Veganist, länger als eine Schwangerschaft, hat er schon abonniert. Seit 10 Monaten. Wahnsinn. Craftkin, vielen, vielen Dank nochmal, dass du nur NPCs auf Twitch und Schlumpfinen, Schrumpfen und Memo GTA Abos geschenkt hast. Danke dir. Genau, dankeschön. Ja, vielen Dank, sagt Ario streamt. Hallo, Dizzy für Sie, du kannst jetzt sprechen. Ah, moin. Danke, dass du dich so lange noch gemutet hast, das war sehr nett. Kein Thema. Das ist halt bei mir halt der Grund wegen den ganzen Nebengeräuschen. Ich will nicht, dass irgendwelche Nebengeräusche wie beispielsweise ein quietschender Stuhl oder so zu hören sind bei mir, weil relativ laut. Okay, außer quietschende Stühle, wo drückt der Schuh? Ja, ich habe im Prinzip nur eine Frage. Ich bin jetzt seit circa einem Monat, habe ich mich dazu entschieden, vegan zu leben. Und ich habe so ein bisschen das Problem, ich habe das Gefühl, ich nehme halt immer mehr ab, obwohl ich halt normal weiterhin esse. Und ich weiß halt nicht, ob das jetzt mit dem veganen Essen zusammenliegt oder einem anderen Grund. Falls es mit dem veganen zusammenliegt, hast du da irgendwie
die Idee, was ich essen könnte, dass ich quasi nicht abnehme, weil abnehme, ich bin generell jetzt nicht die schwerste Person und wenn ich weiter abnehme, ist das vielleicht nicht ganz so gut für meinen Körper. Also erstmal möchte ich dir nur sagen, dass alles, was ich dir jetzt an Tipps gebe, keine ausgiebige Ernährungsberatung oder Besuch beim Arzt ersetzt, okay? Mhm. Weil schnelles Abnehmen, besonders über 10% des Körpergewichts in den letzten 6 Monaten, kann natürlich auch auf schwerwiegendere körperliche Erkrankungen hinweisen. Nicht, dass ich meine, dass du das hast, aber spätestens ab diesem Punkt, wenn du ungewollt mehr als 10% deines Körpergewichts in 6 Monaten abgenommen hast, solltest du einen Arzt konsultieren, okay? Okay. Okay, ansonsten, ja. Und dich halt einfach durchchecken lassen. Ansonsten, wenn du das direkt mit deiner Ich bin jetzt vegan geworden Entscheidung in Verbindung bringst, dann liegt das ja höchstwahrscheinlich, ist ja das Naheliegende, deswegen fragst du ja daran, dass du jetzt einfach deine Ernährung verändert hast und dass du irgendwie vergessen hast, dass irgendwas deutlich weniger Protein hat als vorher oder Kalorien hat als vorher. Prinzipiell ist das auch für Veganer nicht anders. Calories in, calories out. Wenn du mehr isst, wirst du, als du dich bewegst, als du verbrennst, dann wirst du zunehmen und umgekehrt. Also das ist die ganz einfache Milchmädchenrechnung, was dann rauskommt und das ist auch nicht anders für dich als Veganer. Wenn du allerdings vegan bist, gibt es ein paar Aspekte, die mit reinspielen in deine Kalorienverbrennung. Und zwar, dass es wahnsinnig anstrengend ist, dem Tofu-Tier nachzulaufen, weil das so schnell ist. Nein, dass du vor allem, wenn du pflanzliche Produkte konsumierst, in zweierlei Aspekten weniger von diesen Kalorien konsumierst, als sie vielleicht auf der Packung haben. Und zwar einerseits haben die höhere Ballaststoffquellen und mit mehr Ballaststoffen und mehr intakten Zellulosehüllen nimmst du gegebenenfalls, besonders wenn du schlecht kaust, weniger von dem Produkt, von deinen Kalorien auf. Und zweitens, wenn du mehr ballaststoffreich isst als vorher, dann hat auch dein Darm eben mehr auf Arbeit darin, diese Zellulosehüllen aufzuspalten und verliert dadurch durch Wärmeabgabe mehr Energie. Also du verbrennst mehr bei der Verdauung von pflanzlichen, ballaststoffreichen Lebensmitteln als bei beispielsweise einem Fleischprodukt. Das heißt, du hast einen leicht höheren Grundumsatz als jemand, der sich vor allem tierisch ernährt. Das nur schon mal so als Basis für dich. Das heißt, das kann ein Aspekt sein. Der zweite Aspekt ist, wenn du einfach nicht richtig deine Kalorien konsumierst und trackst. Also hast du schon mal so eine Woche lang Kalorien aufgeschrieben, Kalorien rein, Kalorien raus? Also vor allem, was du nicht reingibst, hast du schon mal nachgerechnet, ob das ungefähr gleich viel ist wie davor? Nee, tatsächlich noch nicht. Das wäre halt das Erste, was ich und auch mein Freund, der Ernährungsberater ist, empfehlen würde, wenn einer kommt und sagt, hey, ich habe zu oder abgenommen, was kann ich tun oder wie nehme ich ab? Das Easieste, was du am Anfang machen kannst, ist einfach mal wirklich eine Woche lang alles, was in die Futterluke, in das Gesichtsloch gestopft wird, aufschreibst und beispielsweise eine App wie Yazio oder Chronometer verwendest, um die Kalorien zu tracken. Kennst du Yazio zum Beispiel? Da habe ich schon mal von gehört. Also der Name kommt mir definitiv bekannt vor, aber ich kann das jetzt gerade nicht ganz zuordnen. Also ja, also Yazio zum Beispiel findest du hier gerade, das fragt mich gleich schon irgendwas. Das gibt's als Handy-App, da gibst du einfach deine Sachen hier an. Boah, keine Ahnung. Weiblich, Gewicht halten, los geht's. Das will irgendwelche bösen Infos von mir. Bla, weg. Kalorien zählen, Sonderernährung, Analysen, Statistiken. Bin Mittel. Was ist dir besonders wichtig? Ich will naschen. Okay, ja. Okay, jetzt fick dich. 1,75. Ich bin 1,75. Steht doch schon da. Gott, keine Ahnung, was. 56. Oh mein Gott, das geht dich alles nichts an. Auf Yazio auf jeden Fall. Der Veganist meint gerade, online geht das nicht. Das ist so eine App, da gibst du einfach, keine Ahnung was, den Proteinriegel ein und das kennt alle Produkte und das sagt dir genau, wie viele Kalorien du gegessen hast. Und dann musst du halt ein bisschen wiegen, wenn du in der Früh Haferflocken isst, nimmst du dann wirklich 100 oder waren es doch nur 50 und nach einer Woche hast du dann einfach schwarz auf weiß die Zahlen und weißt, ob es jetzt daran liegt, dass du einfach zu wenig isst oder nicht. Und das passiert einfach durchs Tracken. Vorher kann ich dir da nicht wirklich viel sagen, woran das liegt, wenn du es noch nicht einmal weißt, was du getrackt hast oder was du nicht getrackt hast. Meine Kamera macht schon wieder Faxen. Okay, dann danke ich auf jeden Fall für den Tipp mit der App. Das werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren, weil, ja, keine Ahnung. Ich würde auf jeden Fall so ein bisschen Gewissheit haben und das ist jetzt, egal was jetzt dabei rauskommt, das wird definitiv kein Grund für mich sein, zumindest vom Vegan wieder abzutreten. Ich würde dann einfach diese, es gibt ja solche Tabletten, glaube ich, die man nehmen kann, wenn man irgendwie
okay. So ein bisschen Probleme hat. Gut, jetzt sagen wir mal, okay, dann machen wir noch den nächsten Schritt durch. Jetzt sagen wir mal, du hast alles getrackt und du stellst fest, du hast viel zu wenig Proteine und viel zu wenig Kalorien gegessen. Was sind denn kalorienreiche vegane, weil bevor du zu irgendwelchen Tabletten und Appetitanregern greifst, würde ich dir einfach empfehlen, deine Ernährung einfach zu steigern und weniger voluminöse Salate zu essen, die schneller satt machen, weil sie so viel Volumen haben und dafür kaloriendichtere Sachen konsumierst, wie wenn du Proteinshakes trinkst, da trinkt man ja schnell mal 200-300 Kalorien, wenn du noch einen Esslöffel irgendeinem Nussmus reinmachst, dann bist du schnell mal auf 400-500 Kalorien, die du in 10 Minuten weggetrunken hast und steigerst so recht schnell deinen Kalorienbedarf. Also Nüsse, Nussmuse, Trinkmahlzeiten, Und Shakes sind einfach sehr, sehr hilfreiche Tipps. Also das Erste, was man Leuten sagt, die abnehmen wollen, ist ja, hör auf, Kalorien zu trinken. Und das, was man Leuten sagt, die zunehmen wollen, ist, fang an, deine Kalorien zu trinken. Weil das kriegt man kaum mit. Der Körper hat kein Sättigungsgefühl, wenn du die Kalorien einfach schnell runterschluckst und gar nicht erst kaust. Okay. Ja. Gut, dann werde ich mal gucken, Kalorien reinknallen, wie kann's weiter? Ja, wie gesagt, pass auf dich auf und zähl mal lieber vorher deine Kalorien, bevor du anfängst zu knallen. Nicht, dass dir einfach nur schlecht wird. Ne, das ist auch keine gute Idee. Sehr richtig. Okay, wenn das hilft, dann ich hoffe, es hilft dir. Wie gesagt, du hast den Protein-Guide gesehen, den ich vorher gezeigt habe. Und Tobi bietet da auch Einzelstunden individualisiertes Fitnesstraining für Veganer. Was mal? Fitnesspal habe ich gerade eingegeben, bin ich dumm. Derveganist.com. Und da findest du den Proteinguide und einen Ernährungsplan für 2700 Kalorien für Trainingsleute und eine Einkaufsliste und den Proteinguide. Das findest du alles hier. Und Shakes, leckere Shakes. Oh gut, werde ich mich mal umgucken. Vielen Dank. Bitte, ich wünsche dir einen schönen veganen Tag. Ebenso. Sehr nett. So, ich glaube, wir machen einen noch und dann die helfende Veganerin. Was soll ich denn machen? Soll ich Veganer anschreien und sagen, du Arschloch, du musst mehr essen für die Tiere. Du bist kein echter Veganer. Du Lauch. Klingt nach einem Superplan. 5 Packungen veganer Schoko und schon kommen die Pfunde wieder drauf. Ist mal eine Abwechslung. Ich finde mich sonst auch recht hilfreich, ihr kleinen Bastarde. Aha. Okay. Wir nehmen jetzt Gurkmaster. Gurkmaster klingt vielversprechend. Gibt es veganen Fruchtaufstrich? Ja, die meisten veganen Fruchtaufstriche sind vegan. Hallo. Hallo, Gurkmaster. Ja, also mir geht's quasi einfach nur darum, dass mir. Trollst du jetzt? Also fängt jetzt die Trollung schon an, dann bitte ich dich vorher dein Mikro zu richten, damit ich auch alle Beleidigungen voll spüre. Okay, also ich habe ihn jetzt gekickt, weil die Regel gilt, wenn ihr trollen wollt, dann seid wenigstens kreativ und stellt wenigstens euer Mikro gut ein. Ich habe übrigens keine Ahnung, wie Lucario ausschaut, aber ich glaube, es war so ein Schakalhund und ich glaube, der hatte so ein komisches blaues Tuch und er hatte gelbe Augen, weil ich habe den hier und da auf so Pokémon-Game-Packungen gesehen und ich glaube, er hatte eine hohe, schwarz war sonst. Zeichnest du Elvis Presley? Nein, es soll Lucario sein. Aber ich weiß es nicht. Ich weiß nicht. Hallo, Thorax Treuwig. Hallo. Das war ein sehr freundliches Hallo. Ja, ich bin auch nicht unfreundlich. Ach, schön. Aber ich bin auch kein Veganer. Aber dann bist du aus der Sicht der Tiere, die am Schlachthof stehen, schon sehr unfreundlich, meinst du nicht? Kenne ich nicht. Das wird jetzt interessant. Inwiefern ist das denn ein Akt der Freundlichkeit, wenn du fühlende Individuen, die definitiv nicht dort sein wollen, in einen Schlachthof sperrst, um ihren Körper zu fressen? Mach ich ja nicht. Okay, aber du bist nicht vegan? Noch nicht. Aber dann machst du das doch mit Tieren? Ich komme vom Fleischessen einfach nicht weg. Aber dann machst du das doch mit Tieren. Können wir bitte so ehrlich sein? Du lässt sie ins Schlachthaus einsperren und sie zittern dort in deinem Namen. Also warum leugnest du das? Na, ich mach's doch nicht. Also ich stehe ja nicht da und arbeite, weiß nicht, bei Tönnies oder so. Und okay, aber du lässt das ja machen, richtig? Hallo? Nee. Ich habe nicht den Auftrag gegeben.
Wenn du Fleisch konsumierst, dann ist das literally dein Auftrag, den du gibst. Weiß ich, also wenn du den Auftrag nicht gegeben hast und wenn du dafür gar keine Schuld trägst, warum willst du dann überhaupt vegan sein? Dann ist doch egal, weil du eh keine Verantwortung dafür trägst. Dann kannst du doch eh drauf scheißen. Also, ist doch wurscht dann. Wenn ich nicht schuld dran bin, dann kann ich ja gleich weiter Tiere essen, weil, hey, ich bin ja nicht derjenige, der sie am Schlachthof killt und dann ist ja alles fein. Kann ja, das stimmt eigentlich. Dann kann ich auch gleich Kinderpornos schauen, oder? Das ist jetzt ein anderes Thema. Warum? Ich habe die Kinder noch nicht missbraucht. Ich schaue mir doch nur die Videos an. Verstehe ich jetzt nicht. Ich habe keine Videos von Schlachtung an. Okay, aber du genießt dann das Produkt der Schlachtung, so wie ich dann nur das Produkt genießen würde, der des Missbrauchs der Kinder, und zwar der Kinderporno. Also siehst du, nur weil ich nicht dran schuld bin, sobald ich das konsumiere und fördere und die Nachfrage erzeuge, bin ich ja genauso mit dafür verantwortlich, was diesen Opfern dann passiert. Im einen Fall die Kinder, im anderen Fall die Tiere. Wenn du diese Verantwortung dieser Konsequenz deines Konsums ablehnst, dann kann ich deiner Logik folgend genauso gleich Kinderpornos konsumieren. Das ist ein kranker Vergleich. Es gibt keine schwierigen Vergleiche, nur Menschen wie dich mit logischen Denkschwierigkeiten. Also erkennst du an, dass man durchaus für diesen Konsequenz seines Konsums Verantwortung trägt und dass Tiere wegen dir am Schlachthof stehen, so wie Kinder wegen mir missbraucht werden würden, wenn ich diese Videos konsumieren würde? Ja, okay, das sehe ich ein. Ja. Also ist der Vergleich doch nicht so krank, sondern deine Taten den Tieren gegenüber, richtig? Ja, da hast du recht. Cool, vielen Dank für diese starke Einsicht. Großes Doppel-V in Chat für diese intellektuelle Ehrlichkeit. Aber was machen wir denn jetzt als verantwortungsvolle Menschen, die weder für Kinderpornos noch für Tierschänderei Verantwortung tragen möchten? Das ist eine gute Frage. Also ich kann von mir aus zumindest sagen, dass ich kein Fleisch in Supermärkten kaufe. Aber egal, wo du es kaufst, wollte das Tier ja nicht als Ware gehandelt und ermordet werden. Also das ist ja relativ egal. Das stimmt, ja. Hält dich jetzt noch irgendwas davon ab, einfach vegan zu sein? Wird dir nicht gefallen, aber es schmeckt verdammt gut. Ja, das ist mir schon klar und bewusst. Und oh mein Gott, habe ich Lucario schlecht gemacht. Ich dachte wirklich, der hat so ein Tuch. Naja, dass es mir gut schmeckt und dir gut schmeckt, ist klar. Aber deswegen können wir nicht nur auf unseren Instinkt hören, etwas machen, was lecker ist oder was Spaß macht. Weil dann sind wir wieder bei dieser Kinderporno-Logik. Weil es macht Spaß, das zu gucken, könnte einer argumentieren. Ist natürlich keine gute Begründung dafür. Da muss man halt eine Lösung dafür finden. Etwas, was auch lustig ist oder lecker ist, ohne dass dafür jemand zittern muss. Pass auf, ich werde jetzt mal ab heute eine Woche vegan leben. Meine Freundin macht das auch und ich schaue mal, wie weit ich komme. Ja, würdest du jemanden mit dieser Aussage aus dem Gespräch gehen lassen, wenn du ihn davon überzeugen wolltest, keine Kinderpornos mehr zu schauen? Das Thema sehe ich so ein bisschen, sowieso ein bisschen kritischer. Ja, du hast aber schon gesagt, dass das durchaus ein adäquater Vergleich der Gewalttat und der Konsequenz dieser Gewalttat ist, des Konsums. Also verstehst du, es geht nicht darum, dass du es versuchst mal eine Woche lang, sondern dass du die Dringlichkeit der Lage konsequent verstehst. Also nur eine Woche lang auf Missbrauch und Gewalt zu verzichten, wenn Opfer dafür sonst am Schlachthof stehen, ist halt ein bisschen schlimm, die Aussage, ist ein bisschen verniedlicht. Aus der Sicht der Tiere ist das eine adäquate Reaktion auf die Erkenntnis dessen, was ihnen passiert? Oder sollte man einfach sagen, ja, ich bin jetzt vegan, ich fange jetzt an, das ist jetzt die erste Woche, aber wenn ich Probleme habe, dann werde ich nicht schauen, was mal passiert und das wieder umändern, sondern dann werde ich Lösungen dafür finden. Das ist ja dann meine Aufgabe. Ja, genau. Aber dann solltest du bitte mit dieser Mentalität in die Situation... Was? Ja, aber ich bin nicht der Mensch, der jetzt von heute auf morgen sagt oder von jetzt auf gleich, ich ändere jetzt alles. Aber du bist sonst der Mensch, der weiterhin Tiere missbraucht. Bist du lieber dieser Mensch oder lieber ein Mensch, der jetzt einfach für Gerechtigkeit handelt? Also ich wäre lieber ein Mensch, der von jetzt auf gleich einmal alles umändert, als ein Mensch, der weiterhin für Tiersklaverei Verantwortung trägt.
Gut, du hast mich überzeugt. Das ist unglaublich beruhigend und unglaublich abwechslungsreich und schön. Und wenn du Hilfe brauchst, wende dich gern hier in den Discord. Es gibt vegane Food-Channels, es gibt große Channels mit anderen Tipps, weil Veganismus ist ja nicht nur Essen. Den veganen Protein-Guide hast du vorher schon gesehen, den kannst du dir auch runterladen. Und ich würde dir Dri und deiner Freundin dringend ans Herz legen, dass ihr euch gemeinsam nochmal Dominion anguckt. Habt ihr das schon gesehen? Sie vielleicht, ich auf jeden Fall noch nicht. Okay, ich mache dir das hier ganz groß am Bildschirm, auf diesem Link, an3x.org, einfach das erste Video anklicken und angucken. Und ich danke dir für deine Aufrichtigkeit, das ist dieser Film hier, der ups, sieht man es nicht, der wird wirklich dein Leben nochmal, der wird diese Perspektive nochmal klarer machen, warum ich hier so konsequent sein möchte. Okay. Ah. Alles klar. Ich wünsche dir ein schönes veganes Leben. Es hat mich sehr gefreut. Es war sehr erfrischend, jemanden wie dich zu hören. Und ich wünsche dir einen schönen veganen Abend. Ebenso, danke. Tschüss. Ciao. Das war ja mal wirklich cool. Es hat ihm, glaube ich, wehgetan zu sagen, dass ich recht habe. Aber umso ehrlicher, glaube ich, hat er es gemeint. Das Lustige ist, dass diese ganze Rhetorik in diesem Kanal so durchschaubar ist. Happy Coding TV, hau doch mal raus, was jetzt inhaltlich falsch sein soll. Tschüss, Coraline. Schön, dass du da warst, Coraline Pistachio. Ja, alle Neu-Veganer, ihr müsst Vitamin B12 supplementieren. Also wir stellen gerade so eine Supplementliste zusammen für neue Dummi-Veganer. Aber es sollte mittlerweile durchgedrungen sein, alle Veganer müssen B12 nehmen, sonst seid ihr Dummies. Was arbeitest du zur Zeit? Du weißt ganz genau, was ich arbeite. Plus, das hier ist auch Arbeit. Ich glaube, auch der Typ hatte einfach nur genug von den Vergleichen. Aber die sind wichtig. Die sind sehr wichtig, weißt du, Advanced Schlingel. Weil die Leute sonst die Vehemenz nicht verstehen. Space Faultier, ich weiß nicht, wie du auf die Idee kommst. Aber schön, dass du trotzdem da bist, wenn du mich hier nur runter machen möchtest. Nun ja, ich hoffe, du bist vegan. Ich finde dich hübsch, schreibt Jessica. Das ist sehr nett. Das ist sehr nett. Ah, okay, ich zeichne jetzt dieses Pokémon fertig und beantworte noch eure Fragen, wenn ihr Fragen habt. Ansonsten könnt ihr mir einfach nur zugucken, wie ich dieses Pokémon, das ich euch noch nicht verrate, was es ist, das ihr wahrscheinlich schon erraten habt, fertig zeichne. Sie ist die hübscheste Person in diesem Haus. Oh, Tobi. Nein, ich glaube, du bist die hübscheste. Also ungelogen, wir wissen alle, dass Tobi die hübschere Person ist. Also bist du die hübschere Person in diesem Haus. Das ist nicht Carpador, Kubashi. Wie heißt dein großes Entenkuscheltier? Ich habe kein großes Entenkuscheltier. Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Hallo Nika, Teseka. Nee, du bist hübscher als Tobi. Eugen, das musst du sagen, weil du hetero bist. Aber ich würde sagen, die objektive Wahrheit ist es trotzdem nicht. I can confirm, Eugen. Mhm. Warum so wenig live? Ich war jetzt in der letzten Woche 4-mal live. Ich bin jetzt wieder voll die Live-Queen, okay? Ich bin jetzt Streamerin. Bin ich schon wieder Streamerin? Ich war dazwischen nicht mehr Streamerin, aber bin ich jetzt schon wieder Streamerin? Müsst ihr mir sagen. Weiß ich nicht. Es muss eine vegane Front an der Streaming-Front geben. Aber es gibt ein paar vegane Streamer, die auch, glaube ich, fast nur dieses Thema behandeln. Also ist das eine gute Entwicklung, würde ich sagen. Galoppa. Ich wollte eigentlich Ponita zeichnen. Wo ist denn da der Unterschied? Ich glaube, Ponita hat weniger Flammen, ne? Die hat nur am Schluss Flammen. Dann habe ich wohl Galoppa gezeichnet. Waren das, also gab Ponita und Galoppa. Was ist dein Lieblings-Pokémon? Also ich möchte nochmal sagen, das ganze Pokémon-Franchise ist komplett krank und beruht nur auf der Sklaverei und Missbrauch von Tieren. Wenn es in real life so wäre, wäre das also nicht schlimmer als die Nutztierindustrie. Aber Pokémon, die Grundideen von Pokémon ist komplett krank. Heiko-san ist gleich wütend, weil ich Streamerin gesagt habe, weil Heiko-san keinen Humor hat. Vegane Menschen dürfen keine Witze machen. Dürfen nichts lustig aussprechen. Nee, dann ist man gleich dumm, ne? Warum soll man Veganer sein? Warum soll man als Veganer keinen Kokos essen? Ich weiß es, ich denke aber, viele wissen es nicht. Maria TV, das ist eine gute Frage. Ich würde nicht sagen, dass du prinzipiell als Veganer keinen Kokos essen solltest. Aber es gibt viele Kokoshersteller, die nutzen für die Ernte leider Affen. Versklavte Affen, die ganz mies behandelt werden.
Das sind fast alle Kokoshersteller aus Thailand. Aber ich glaube, Tobi und ich, wir hatten mal nachgeguckt, dass es eine Firma gibt, die nie Affen verwendet. Tobi, weißt du noch, wie diese Firma heißt? Wir müssen das jedes Mal googeln, bevor wir Kokosmilch kaufen, was wir alle heiligen Zeiten mal machen. Und ich weiß aber gerade nicht, wie sie heißt, diese Firma. Feuerschweif sieht schon mal mega akkurat aus. Oh, das freut mich richtig. Ich glaube, hier vorne so. Ja. Da, das ist doch Galoppa. Ne? Ich finde diese Apps, die du eben angesprochen hast, kritisch, wie die aus meiner Erfahrung nach sehr an eine Essstörung lenken können. Ja, aber du kriegst auch eine Essstörung, wenn du glaubst, dass du deine Kalorien richtig zählst und da die ganze Zeit zunimmst und dann in die falsche Richtung entweder zu oder abnimmst, weil du einfach nicht einmal trackst, was du hast. Es sagt ja keiner, dass du das für immer machen sollst, aber wenn du mal eine Woche Kalorien trackst, dann ist das sehr sinnvoll. Tobi macht das dauerhaft. Leute kriegen unabhängig von solchen Apps Essstörungen. Also ich hatte eine Essstörung und ich habe das nicht getrackt und es hatte nichts spezifisch damit zu tun. Wir haben über die App Yatio gesprochen, mit der man ganz gut Kalorien im Alltag tracken kann. Hau auf die Tastatur. Warum soll ich das machen, Türklinken? Was wäre theoretisch in ein paar Jahren bewiesen, würde das Pflanzen ein Bewusstsein hätten? Was würden wir essen, Tiere oder Pflanzen? Wir würden wahrscheinlich versuchen, so wenige Pflanzen wie möglich zu konsumieren, aber es ist meistens im Durchschnitt deutlich ökonomischer, auch im Sinne der Pflanzenmorde, direkt die Pflanzen zu essen, als die vorher durch ein Tier zu schicken und dabei fast 80% an Wärmeabgabe zu verlieren. Beispielsweise Galoppa, allein mit den Flammen, hat unglaublich hohe Wärmeabgabe. Aber auch eine ganz normale Kuh verliert bis zu 80% der Kalorien durch den Konsum von Pflanzen. Das heißt, es wäre im Durchschnitt immer noch sinnvoller, direkt die Pflanzen zu essen. Aber es gibt wahrscheinlich ein paar Szenarien, wo man effektiver Tiere dann essen würde, aber das ist nicht, ich glaube, davor müssen wir keine sonderliche Angst haben, dass das so ist. Und dann muss halt einfach das Konsequente gemacht werden, falls es so sein sollte. Warum hast du deinen Alltagskanal nicht umbenannt zu Die Milde Veganerin? Habe ich mittlerweile! Ach so, warum hast du es gemacht? Ja, ich weiß nicht, ich fand's witzig. Es gibt die Wilde, die Milde und die Militante. Ich fand's witzig, ich fand's konsequent. Genau, ich habe einen neuen TikTok-Kanal, der irgendwie in letzter Zeit viral gegangen ist, weil Leute meinen Bizeps kommentiert hatten, was ich sehr lustig fand. Ja, das ist die Wilde Veganerin und mein neuer Kanal, da poste ich fast täglich und habe ich heute Mittag schon wieder eins aufgenommen. Ein vernünftig. So kleine Alltags. Also sind ich. Ich will es nicht mal Kochvideos nennen, aber es sind vielleicht Inspirationen für Menschen, die absolut noch keine Ahnung haben, wie man einfach vernünftig, proteinreich und ohne eine Stunde in der Küche zu stehen, vegan kochen kann. Und ich weiß nicht warum, also ich weiß schon warum, weil ich kann mittlerweile einfach gut TikTok-Videos machen. Also ich will nicht sagen, dass ich nicht weiß, warum die viral gehen, weil ich mich bemühe, weil sie auch nicht schlecht sind, obwohl sie in schlechter Quali aufgenommen werden. Aber ihr könnt da mal vorbeischauen, das ist die Milde Veganerin, auch schon fast 5000 Follower und ich poste da praktisch täglich Veganer meistens Essenssachen. Einen vernünftigen veganen Teller füllen. Und ich glaube, mir hätte es wahrscheinlich geholfen am Anfang. Vielen, vielen Dank, Eugen, fürs Teilen. Und du kannst es vielleicht irgendwo hinterlegen mit Kochtipps oder sowas. Und auf meinem Hauptkanal, die Militante Veganerin, habe ich eine Liste sogar mit Rezepten, die heißt Kuscheltierkochen. Also vielleicht ist das auch hilfreich für euch. Ist das die von PH? Ich weiß nicht, was das heißen soll, Lenny Carey. 40er Bizeps, Markus Rühl gefällt das. Ich weiß nicht. Ich hätte auch gerne so einen fulminanten Bizeps. Kamikaze, mein früheres Essgestörtes. Ich weint sich jetzt gerade einfach in den Schlaf. Ah, Galoppa, Pokémon. Mann, was für Idioten hier, schreibt Mietzeut. Bist du denn kein Idiot? Beweis mal, dass du kein Idiot bist, Mietzeut. Los, beweis uns. Formuliere einen Satz, dass wir dir alle glauben, dass du kein Idiot bist. Jetzt bin ich gespannt. Was würdet ihr jemandem sagen, wenn ihr nur zwei Sätze hättet, um ihm zu beweisen, dass ihr keine Idioten seid? Oh, der hat hier auch noch Flammen gehabt. Ups. Scheiße, der hat ein Horn? Das wusste ich gar nicht mehr. Hat Ponita auch ein Horn? Ich glaube, ich würde dieser Person dann Veganismus und Speziesismus erklären. Und das ist ein ganz guter Beweis, dass man kein vollkommener Idiot ist. Da bitte, Ponita. Oh, Ponita ist so niedlich. Oh, die sind so süß gezeichnet.
Aber ich wusste nicht, dass Galoppa ein Horn hat. Das macht ja auch gar keinen Sinn. Das müsste zumindest ein Knubbelchen schon haben. Aha, das Galaponita hat schon ein Horn. Da haben sie es dann wohl später korrigiert. Alles klar, das Galoppa nicht. Das halte ich nicht für sonderlich evolutionstechnisch logisch. Hab irgendwie gerade Lust auf Butterchicken. 43 muss ich. Vielen Dank für deinen intellektuellen Beitrag. Wann warst du das letzte Mal krank? Ich war gerade verkühlt. Aber das davor war ich schon 4 Monate her. Ich war dieses Jahr, habe ich mich einmal hart verrissen beim Sport. Da konnte ich mich eine Woche kaum bewegen, wenn das als Krankheit gilt. Oder gut 2 Wochen. Das hat so weh getan. Und dann war ich eine Woche lang stark verkühlt im April. Und jetzt war ich 3 Tage lang verkühlt. Ja. Ja. Vegane Wunde hat top Butter Chicken. Das ist schön. Das ist schön. Vegane Butter Chicken ist okay. Okay, ein letztes Pokémon zeichnen wir noch. Ein Speed-Pokémon. Und dann war es das für heute. Also sagt mir, welches Pokémon? Galoppa. Viele haben wieder Corona. Vielleicht hatte ich auch Corona. Ich weiß es nicht. Tragosso. Oh, Tragosso, schwierig. Ich mache das nächste Mal Tragosso, aber für Kamikaze muss ich einen Slimer machen. Boah, Slimer, das war auch schwierig. Ich glaube, es ist nur so ein... Es war einfach nur so ein hässliches... Es war ein hässlicheres Ditto. Es war so ein Ditto, was zu lange auf der Straße rumgelaufen ist, glaube ich. So hat Slimer ausgesehen. Hallo, wie heißt du? Hallo. Lasse. Lasse. Guten Tag, Lasse. Also, erstmal, ich bin seit 6 Jahren vegan, also... Da schon mal, nur das einmal gesagt zu haben. Ich hätte eine Frage, nämlich, was sagst du dazu? Also wenn man vegan lebt, also das ist logisch, das ist nicht nur Ernährung, sondern auch Kleidungsstücke und so weiter. Wie sieht es aus? Also ich mach's nicht, weil es sich irgendwie komisch anfühlt, aber wenn man jetzt zum Beispiel von Familie oder Freunden Secondhand was bekommt, und da ist zum Beispiel Leder dran, wie findest du das? Also ich würde es nicht annehmen und ich würde es den Leuten auch immer gleichzeitig erklären, warum ich es nicht annehme. Und dann finde ich das auch einen wichtigen aktivistischen Einsatz, das so zu machen. Und dann werden sie wahrscheinlich sagen, ja, okay, also wenn sie schon vegan sind, sagen wir mal, okay, folgendes. Wenn das Veganer sind, also wenn ich jetzt meinen Freund nehme und ich habe noch eine alte Lederjacke oder sowas oder irgendeinen Beutel, wo eine Ledersache dran ist. Erstmal für alle, es ist nicht nur Leder, es ist die Haut von einem ermordeten, versklavten Individuum, okay? Dann würde ich, also wenn es von einem Veganer kommt, der mir sagt, hey, ich misste gerade meinen Schrank aus, ich will das nicht mehr tragen, willst du das tragen? Dann fände ich das weniger dramatisch, als wenn du das von jemandem annimmst, der nicht vegan ist, weil der dann das legitimiert und dem du das auch selbst legitimierst, dass das etwas ist, was man tragen darf. Also das ist ja ein ganz anderes Feld. Aber ich trage auch alte Sachen noch aus, die ich noch habe. Ich habe eigentlich nur noch eine Jacke, wo noch Daunen, 2 Jacken. Eine Jacke, wo Wolle drinnen ist und eine Jacke, wo Daunen drin sind. Aber die werde ich jetzt nicht weghauen deswegen. Aber wenn mich jemand darauf anspricht, sage ich einfach die Wahrheit. Ich würde sie aber nicht weiter verschenken, außer höchstens an Veganer. Und denen würde ich das dann auch sagen. Aber ich würde diese Jacke, das finde ich immer schwierig, wenn Veganer ausmisten, weil sie sagen, sie wollen die Wollsachen oder die Ledersachen nicht mehr tragen und dann schenken sie es nicht Veganern. Dann machst du doch im Endeffekt nichts anderes, als zu sagen, ich habe mich moralisch schon weiterentwickelt, aber du bist ja ein moralischer Neandertaler, der sich sowieso nicht weiterentwickeln wird, deswegen trägst du das bestimmt noch. Das ist doch furchtbar, das jemandem mit dieser Geste praktisch weiterzugeben. Ja, ich würde es halt vermutlich irgendwo in einen Kleidercontainer oder so hauen. Ja, also. Aber, ja, wahrscheinlich. Ich wüsste nicht, wie ich es mache. Also ich finde das Verschenken und Weitergeben davon, wenn die Leute nicht wissen, ob es Leder ist oder nicht, ist ja was anderes. Aber wenn du es ihren Freund schenkst mit der Bemerkung, das ist Wolle, das ist Leder, das trage ich nicht mehr. Aber du bist ja so zurückgeblieben, du trägst es bestimmt noch. Dann finde ich das scheiße. Ja. Ja, also ich finde es auch. Also ich sehe irgendwie nicht so ganz, es fühlt sich auch irgendwie einfach komisch an, aber irgendwie ist der Gedanke im Kopf. Und das finde ich einfach, ja, zum Beispiel jetzt bei von Oma, Opa, irgendein alter Schal, was aus Leder dran ist, die halt so also vererbtmäßig. Das ist so jetzt die eine Ausnahme, die ich jetzt so gemacht habe, weil ich gesagt habe, also kann man dann ja kann man ja nichts mehr ändern. Ja, es ist auch recht subjektiv, weil zum Beispiel, wenn ich so jetzt über mich nachdenke, ich würde noch alte Daunensachen austragen, aber wenn ich jetzt früher zum Beispiel einen Nerzmantel gehabt hätte,
dann würde ich den nicht austragen, weil die Konsequenzen davon, also was das sozial bedeutet und die Darstellung von dem Tier als solches praktisch im Alltag eine ganz andere ist. Also da gibt es für mich auch wieder einen Schwellenwert, aber der mag recht subjektiv und irrational sein. Das beruht, glaube ich, sehr viel auf Bauchi-Bauchi, weil im Endeffekt bist du ja nur für deine eigenen Taten verantwortlich. Und wenn du jetzt einen alten Merzjacke hast, dann ist das ja nichts anderes, als einen alten Beutel auszutragen, wo noch ein bisschen Leder dran ist. Aber für jeden, der dich auf der Straße sieht, der wird denken, boah, du dumme Bitch, du hast einen Merzmantel gekauft. Also da muss es, irgendwo gibt es dann wahrscheinlich doch ein Threshold für sowas. Ja. Aber ich kann es dir nicht rational begründen. Ich weiß nicht, wie ich es machen würde. Okay, ja, dann danke. Bitte. Was hat dich vegan gemacht? Warum bist du vegan geworden? Also ich war früher, also ich bin jetzt so 18, früher mit so 11, 12, da habe ich dann angefangen vegan zu essen. Da war ich viel bei Fridays for Future. Mhm. Und da dann auch über den Freundeskreis und inzwischen habe ich auch immerhin meine Mutter und meine Schwester dazu überzeugt bekommen, auch vegan zu leben. Mhm. Aber das war dann eben der Freundeskreis. Mit Fridays for Future vor allem dann, dass es halt da viel mehr vertreten ist, als ich sag mal jetzt in der Breite der Gesellschaft. Das ist so. Aber am meisten regt es mich trotzdem auf, wenn irgendwie Fridays for Future Leute dann nicht vegan leben. Das finde ich ganz besonders erschütternd. Ja, das macht gar keinen Sinn. Nee. Also nicht nur umwelttechnisch, sondern vor allem eben auch, weil die ja immer dieses Gleichberechtigung und Pride und so, das ist ja auch ganz stark verankert in dieser Mentalität und dann Free Body und so, aber bei Tieren dann plötzlich nicht mehr, das finde ich immer so erbärmlich. Ja, das macht nicht wirklich Sinn. Ja. Da bin ich auch der Meinung. Aber dann danke und ja. Eins noch, wie findest du meinen Slimer? Ist das ein gutes Slimer? Ich wüsste jetzt nicht, wie Slimer aussieht. Mann. Von dem her. Weiß ich nicht, ob es ein gutes ist. Okay. Irgendwie kann ich die Farbe gerade nicht mehr wechseln. Okay, schönen veganen Tag. Schön, dass du da warst, Lasse. Danke, tschüss. Okay, ich glaube, mein Paint ist gerade abgekackt, weil ich glaube, ich kann die Farbe irgendwie... Ich wollte die Farbe zu weiß wechseln. Warum kann ich nicht weiß malen? Bitch, warum lässt du mich nicht weiß malen? Oh, jetzt geht's plötzlich wieder. Aha, interessant. Ach so, weil das die sekundäre Farbe war. Hm, ich weiß schon. So. Schaut's. Tschüss, heute geht's mir gut. Schön, dass du da warst. Ich hoffe, heute ging's dir wirklich gut. Du hast die Farbe auf Rechtsklick gesetzt. Ja, jetzt weiß ich's wieder. Super, Hippo. Vielen, vielen Dank. So, ich glaube, das ist jetzt mein Slimer. Das ist jetzt fertig. Ich muss sagen, das Slimer ist richtig süß geworden. Es ist, glaube ich, viel niedlicher. Ich habe es eher so in Richtung Dito gemacht, als es tatsächlich aussieht. Slimer-Pokémon. Ach, scheiße. Das ist wirklich viel ekliger. Ich habe voll vergessen, dass es so ein richtig perverser Scheißhaufen war. Naja, you get what you get. Aber ich wusste, irgendwas ist mit Streifen da. Guck, wie ich die Streifen gemacht habe. Naja. Mein Gedächtnis auf manche Pokémon ist wirklich nicht mehr so gut. Aber die Augen bin ich stolz drauf, dass ich wusste, dass die weiß waren. Dass es Hände hat, bin ich auch stolz drauf. Die Farbe habe ich auch ganz gut hingekriegt. Ja, und dass es so crazy Eyes hatte, da bin ich schon ein bisschen stolz drauf, dass ich mich an dieses weirde Detail erinnert habe. Voll der gute Haufen. Der Veganist kennt sich richtig gut aus mit Pokémon. Sehr gut paraphrasiert. Die Hände sind zu klein. Dann sieht der Schwanz größer aus. Ah, okay. Und mit diesem Kommentar werde ich mich jetzt bedanken. Ich danke euch, dass ihr da wart. Ich bin die Raffaela. Ich mache so vegane Sachen im Internet. Ich hasse Ignoranz. Ich hasse Unlogik. Folgt mal rein. Und vielleicht seht ihr hier und da mal was von mir im Internet. Ich bin da manchmal so. Kommt auf meinen TikTok und kommt auf dem Discord-Kanal rein. Das ist der coolste Discord-Kanal von Welt her, ne? Kommt rein. Da sind jetzt noch Debatten. Wenn du kein Veganer bist, bist du ein Tierquäler. Danke an meine Mods, danke an meine Mutter, nein, an dich nicht, du bist eine Tierversklaverin. Schönen veganen Tag, bis bald. Pussy.